Moin Moin und herzlich willkommen zum Zockerpansen. Ich bin der Lars. Willkommen zu einer neuen Runde Evil Dead The Game mit mir und dem Todde. Aber der Todde ist gerade noch nicht da. Das heißt, wir müssen gerade noch ein bisschen quatschen. Aber ich habe ja auch schon einen vollen Chat heute. Hallöchen Halo. Moinsen Zockerblümchen. Blümchen. Wie geht's euch beiden? Alles gut? Wir haben gerade schon ein bisschen geschrieben. Das Zockerblümchen spielt gerade noch ein bisschen DBD nebenher. Das wird wahrscheinlich gerade vom Killer über die Map gehetzt. Und der Halo spielt wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen. Ja, was spielst du? Flugsimulator, ne? Was ist da im Hintergrund? Mit meinem Greenscreen nicht in Ordnung. Ah. Halo hat sich viel mit seinem neuen Rollenspielsystem beschäftigt. Verbotene Lande. Welches tatsächlich ziemlich cool klingt, muss ich auch gestehen. Nices Teil. Bin ich sehr gespannt drauf. Will ich mich auch mal reinlesen und gucken, ob wir das mal zusammen zocken. Ich habe mir heute die Mühe gemacht und habe meine Funzel angemacht, damit wir endlich mal besseres Licht haben. Ich vergesse nur immer, die wieder zu laden. Das ist das Problem. Hallo, Phoebe, moin. Herzlich willkommen. Wir warten auf den Todde. Der ist gerade noch familiär gebunden, müsste aber jederzeit dazukommen. Ja, ich hüpfe schon mal hier ins Spiel rein. Gleich. Da. Ich habe mich letztens hier nochmal an die Mission rangewagt, habe aber die vierte noch nicht geschafft. Also ich habe Pablo noch nicht freigeschaltet, aber ich denke, ich bin gut davor. Ich habe für mich jetzt beschlossen, ich möchte als nächsten Charakter, nachdem ich jetzt hier den Henry auf 25 hochgetrieben habe, nicht die Amanda erstmal weiter leveln, sondern ich möchte eine Support-Klasse leveln. Und zwar habe ich mich für die Cheryl entschieden, weil ich nicht wie jeder einen Ash spielen möchte. Die Cheryl hat von Anfang an hier den Healing Touch. Da kann ich eine Heilzone erschaffen. Was sehr, sehr nützlich ist, wenn es dann um das Verteidigen von diesen Büchern und Daggern geht, kann man halt einfach mal den einkommenden Schaden schon mal so ein bisschen negieren. Und als zweite Fähigkeit kann sie halt mehr Champs Cola tragen und hat von Anfang an schon welche im Inventar. Und wenn ich das richtig erinnere, aber das steht hier nirgendwo, aber da ist ständig die Rede von im Internet, dann kann die Support-Klasse auch durch das Ausgeben von Items, also wenn ich mich selber mit einer Schemskohle heile oder wenn ich ein Amulett benutze, um ein Schild zu boosten, dann betrifft das auch meine Kollegen, wenn sie in der Nähe sind. Aber das steht hier tatsächlich nirgendwo. Jetzt fällt für euch kurz mal die Musik aus, aber ich habe hier in OBS so eine ätzende Umrandung, die ich nicht sehen will. So. Aber das steht hier nicht. Ich habe 3 Punkte investiert. Shams Cola macht bei mir mehr Health. Wenn ich einen Teammate revive aus dem Bleed Out, dann kriegt er auch noch ein bisschen Health dazu. Und hier oben Artful Dodger. Weniger Stamina Kosten, wenn ich ausweiche. Das habe ich nur genommen, weil das hier oben ist die Damage Line. Hier mache ich halt kann ich meinen Damage steigern. Und hier ist Balance Bar Damage. Also das ist auf jeden Fall hier oben die Damage-Leiste. Hier kann man 4 verzögern und vor allen Dingen das Ding hier ist geil. Fast Forward. Der Duration Timer für Objective Events wird kürzer. Das heißt, ein bisschen weniger Dagger, ein bisschen weniger Seiten. Ich glaube, auf Seiten des Dämon gibt es das aber auch, dass er das verlängern kann. Ich habe früher immer gerne Supporter gespielt. Woran ich mich jetzt gewöhnen muss, ist A, dass die Kollegin hier mit einer Knarre rumrennt. Und B, dass ich jetzt nicht wieder wie so ein Berserker in die Schlacht reinreiten darf. Und daher wäre der Ash wahrscheinlich besser gewesen, weil der ist tatsächlich ein Nahkämpfer und die andere ist ein Fernkämpfer. Weil ich weiß nicht, jeder spielt einen Ash und die Fähigkeiten hauen mich nicht vom Hocker.
Der Skilltree ist derselbe. Well. So, ich habe auch den Henry den Roten gereskillt. Da führe ich euch eben durch, solange wir auf Tolle warten. Ich konnte also meine Skill Points resetten und habe mal geguckt, ob ich den thematisch neu aufbauen kann. Hier ist eine erhöhte Damage, den musste ich nehmen. Dodging, Stamina-Kosten senken, meine Health erhöht. Wie gesagt, überall nur ein Punkt drin. Hier musste ich zwei nehmen. Cooldown für meine Unverwundbarkeit wird kürzer um 10%. Das ist nicht schlecht. Und das hier war ganz nice. Ich krieg also 13% weniger Schaden. Ich höre Todde. Hallo. Hallo. Moin. Ich erkläre gerade meinen Respec. Ich habe den Henry neu geskillt. Ja, nice. Erzähl mal weiter. Ich starte das Spiel. Mach das mal. Ich krieg also 13% weniger Schaden von Basic Units vom Dämon. So, hier so ein bisschen grob einfach den Schaden erhöht, Dismemberment-Schaden, normalen Schaden, Sharp Weapons, Light Melee Attacks machen jetzt 10% mehr und ich kriege insgesamt 13% weniger Schaden von Boss-Einheiten und ich kriege 13% weniger Schaden von Elite-Einheiten. Was haben wir hier? Mehr Balance Damage und 10% mehr Schaden mit Heavy Melee Attacks. Und hier unten ist dann tatsächlich die Damage Reduction für mich. 3% weniger Schaden. Ich teile nochmal besser aus, wenn ich unter 30% Health habe. Genau. Also es ist nicht so wie beim ersten Mal so ein total auf Damage gedrilltes Ding, sondern auf Damage Reduction und Damage, aber dafür sehr, sehr zahm. Also sollte nicht mehr so super tankig daherkommen wie noch vorher, aber deutlich mehr aushalten. So. Mehr Neuigkeiten habe ich nicht. Wie weit ist es bei dir? Kann losgehen. Wollen wir gleich einfach in ein Ründchen reinspringen? Würde ich sagen, oder? Direkt ab die Post. Direkt in den Teig und dann backen. Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkam gerade. Aber ich fand das gut. Lieber Chat, wie ist denn die Audioqualität? So im Vergleich. Meine glorreiche Stimme gegen die von Lars. Ja. Ich habe Todde ein bisschen lauter gemacht heute. Immer gut? Weil er, selbst wenn er deutlich lauter gedreht ist, erscheint er immer leiser. Todde ist wieder lauter als Lars. Ah, sehr gut. Ja, genau so muss es sein. Kann ich mich höher drehen? Moment. Niemand möchte Lars hören. So, jetzt bin ich ein bisschen lauter. Jetzt sagt Todde nochmal was. Hallo, hallo, hallo. Und, besser? Testikowski. Ach was, ich nehme den einfach. Ich drehe den einfach generell runter. Da war er sehr leise. Okay. Warum sagst du mir jetzt erst? Warum sagst du mir jetzt, dass das Audio im letzten Stream scheiße war, ey? War gar nicht scheiße. Am Ende, also am Anfang hatten es ja blöd eingestellt, aber gegen Ende ja, war es okay. Na gut. So, jetzt müssen wir es aber haben. Gut. So, Todde. Du hast auch ein bisschen geübt. Erzähl mal. Ja, ich habe ein bisschen gespielt. Habe jetzt meinen Ash auch noch ein bisschen weiter gelevelt auf Stufe. Na, welche ist er jetzt? Moment. Ach nee, er wurde genommen. Stufe 13 war er eigentlich. Jetzt muss ich einen anderen Charakter nehmen, der Level 1 hat. Genau, hab ein bisschen Erfahrung sammeln können. War ganz nice. Hab mich an die Missionen versucht, die bockeschwer sind. Ja, das sind sie tatsächlich. Und, ja. So, was mache ich denn jetzt? Jetzt gucke ich ein bisschen dumm in die Wäsche, wenn der Ash genommen wurde, den ich normalerweise nehme. Kannst was haben wir denn hier? Zwei Hunter, oder was? Okay, dann ich nehme mal den. Ich bin kein Hunter, ich bin Support Ash hier. Anführer Ash. Leader Ash, alles klar. Ja. Hast du mit dem schon gespielt? Weißt du, was der kann? Ja, rudimentär. Er hat eine Aura, die hilft. Guck mal, hier stehen. Ah, Mist, das sind tatsächlich. Ich muss noch auf Level 15 bzw. 25 hochleveln, bevor passives Heilen
bei mir läuft. Also dann, wenn ich selber was zu mir nehme, wird es sich auch auf die anderen beziehen. Genau. Ja, das ist also auf den höheren Leveln erst. Ja. Doof. Ich brauche mal eine bessere Kamera. Ich habe eine aktive Fähigkeit, womit ich diese Balance-Stat, den die Bösen haben, senken kann. Also im Prinzip sorgt es dafür, dass sie leichter gestunt werden können. Also nicht irgendwie Lebensenergie abziehen oder so, sondern ja, einfach... Großartig, handlungsunfähig. Genau. Und vor allen Dingen kann man sich dann in diese Invincibility reinnödeln. So, dieses Mal genau schlage so ich vor, bleiben wir wirklich einfach als Team zusammen. Das sollte doch dieses Mal klappen. Dachst du so? Ich höre hier eine Kiste. Gather them to ascertain the location of the lost pages of the. Gut für dich, markieren direkt. Also ich, warum sind die anderen doof? Wissen die nicht, wie eine Kiste klingt? Ich habe hier eine Kiste. Okay, Cheryl, now let's banish. Gerne. Gut. Aufschnappen. Ach, guck mal, die ist sogar ziemlich ausgewogen. Ich kann mich bei ihr entscheiden, ob ich Nahkampf oder Fernkampf mache. Die hat in beiden drei. Das ist gut. Da bin ich dann nicht an Fernkampf gebunden, wie ich das jetzt dachte. Ich werde auf jeden Fall auch erstmal Nahkampf leveln, direkt am Anfang, damit man dann nicht gleich von den Deadites umgenasst wird. Weil das letzte Mal, als ich gespielt habe, da wurde ich gleich abgecasht von dem Bösewicht, als ich solo unterwegs war. Und da ist man echt ganz schön aufgeschmissen, wenn man kein Nahkämpfer ist. Ja, das ist wohl wahr. Irgendwie ist hier überhaupt nichts an Items. Ne, nicht wirklich. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hat jemand markiert? Phazon Farm. Ich habe nicht markiert. Ich versuche einfach nur, dass mir nicht wieder die Spieler wegrennen. Wo ist denn das Dingens? Hä? Ich sehe es gar nicht. Ah, Sledgehammer. Sehr schön. Da. Gut, hab's auch markiert. Da können wir mal hin. So, jetzt habe ich auch Waffen, mit denen ich leben kann. Ja, hast du was Buntes oder Grau noch? Nein, Grau, aber jetzt habe ich einen Sledgehammer und ein Gewehr und da fühle ich mich ein bisschen, okay, ein bisschen besser mit. Ich mache mich mal auf den Weg Richtung Markierung, da wo das erste Kartenstück vermutet wird. Alrighty. Ja Leute, ich habe für euch extra auch mein besseres Mikro angeschraubt. Ich hoffe, den Unterschied merkt man so ein bisschen im Vergleich zum letzten Stream. Dein Sonntagsmikro. Genau. Ist ja auch Sonntag. Mal schauen. Ich hoffe, ihr wisst das würdigen. Also ich habe jetzt schon ein Pink F eingesammelt. Ne? Ich hatte das Ding auch markiert. Ich hoffe, ihr habt es eingesammelt. Ich habe es eingesammelt, ja. Alles eingesammelt. Oh, ein Schwert. Ich glaube, ich will ein Schwert. Das Schwert ist irgendwie cooler. Okay. I'll do what I can with this thing. Ich finde, die Bewertung der Waffen ist immer schwer lesbar. Ja, man hat auch gar keine Zeit, sich das so richtig anzugucken. Ne? Also ich würde mir wirklich wünschen, man könnte das mal irgendwo in Ruhe einsehen. Kann man ja, wenn du dir das einfach in Singleplayer-Modus anmachst, ja, und dann guckst du ins Inventar rein und so. Das geht schon. Bisschen umständlich. Oh, ich habe hier direkt... Da geht's aber schon los hier. Direkt Feinkontakt. Alter, ist das... Schon ein bisschen nervig. Danke. Auf jeden Fall. Upp, da ist ja noch einer. Wo kommen die denn alle her? Geht hier gerade ab. Ja, das war unerwartet. Ha, schön, so macht Spaß. Oh, hier ist eine lila Kiste. Oh. Nice. Gimme just a little smile. Die Tante ist hier schon dran. Oh, eine geile Machete. Eine Nahkampfwaffe. Eine geile Machete. Ja, aber nimm die nicht. Nö, warum? Das soll der Nahkämpfer nehmen. Hier, haben wir noch einen Nahkämpfer. Hier ist noch eine lila Kiste. What? Noch eine Machete. Okay, dann nehme ich die erstmal. Ist ja Knaller. Wo ist denn unser Nahkämpfer? Der kreucht da hinten noch rum. Richtig hilfreich. Der ist nicht bei der Truppe. LOL. So zum Thema Waffen. Es gibt halt doch Waffen, die deutliche Vorteile haben zu bestimmten Builds. Ne? Das ist noch eine lila Kiste? Was geht denn hier? Wo? Hier. What?
Tatsache. Das RNG ist das Schwert nämlich jetzt. Das RNG ist total krank. Habe ich heute erst auf YouTube ein Thread gesehen, wo sich Leute darüber beschwert haben. Und ich muss sagen, da ist was dran. Ja, es ist wirklich so. Manchmal wird man zugeschissen mit Kram. Und manchmal hier ist noch eine lila Kiste. Was? Ich würde kotzen, wenn ich Dämonenspieler wäre. Alter. Was war da für eine Waffe drin? Eine Elite Sawgun. Ich flippe aus, ey. Okay, das ist krank. Das ist total krank. Hast du markiert? Ja. Ja. Und die Leute sammeln es aber irgendwie nicht auf. Ja, geil. Ich bin ab jetzt schon 12 Punkte zu verteilen. Ja. Hier. Ich würde so kotzen, wenn ich der Dämonenspieler wäre. Ich habe 2 Elite-Waffen, Alter. Boah, das ist wack. Das ist total wack. Ich höre schon wieder eine Kiste. Ja. Ja, das war eine normale. Ja, aber trotzdem ist da Zeug drin. Alter, so sehr die Eier geschaukelt gekriegt habe ich hier noch nie. Das ist auf jeden Fall mal eine nette Abwechslung. Meinst du mal? Ja, aber nicht überschätzen, ne? Letztens erst wieder so ein Spiel gesehen, wo die auch voll gemaxt waren und dachten, der Dämonenspieler ist total am Arsch. Die sind dann volle Kanne versohlt worden in der Endschlacht. So, wir müssen zum Zeltplatz als nächstes. Hat das jemand markiert? Ja. Ist markiert. Würde ich jetzt Auto nehmen? Nein, auf keinen Fall. Ja, wenn man ins Auto einsteigt, dann macht man halt Krach und der bösen Spieler weiß sofort, wo die Meute ist. Und das ist natürlich nicht so gut, das versucht man natürlich zu vermeiden, möglichst lange. Denn je länger man unentdeckt bleibt, desto mehr Zeit hat man zum Aufrüsten. Alter, eine Ash dödelt hinterher. Ja, soll er halt. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er ist unser Nahkämpfer, das ist halt einfach ein bisschen problematisch, weil er muss eigentlich vorne stehen. Aber gut. Er scheint nicht so die Map-Awareness zu haben. Genau, und wenn man das Auto schnappt, dann merkt der böse Spieler das und macht einem das Leben zur Hölle. Deswegen lieber nicht. A beacon in the darkness. Better. Stronger. I want another one of those. Hier, irgendjemand macht hier Stress. Ja, war nur so ein random Skelett. Cover me while I reload. Unser Nahkämpfer kämpft gerade. Kriegt gerade auf den Deckel. Das ist hilfreich. Oh, hier ist eine Kiste. Oder was? Nee. Einfach nur ein Amulett. Okay. So, ich hab jetzt mal ein bisschen auf ihn gewartet, damit er mal mitkommt. Oh ja, hier ist der Trailerpark. Hier müsste eigentlich auch mal ganz schön viel rumliegen. Ja? Ja, sag Bescheid, wenn du irgendwas findest. Nö. Wo ist denn die Karte? Kein Plan, aber die Entität hat uns gefunden. Irgendjemand hat irgendwas markiert. Was wurde markiert? Eine Shams-Cola. Achso. Aber Entity weiß, wo wir sind. Ja, verdammt. Okay, aber wo ist die Karte? Die muss doch hier eigentlich irgendwo rumfliegen. Ja, ist sie auch. Das ist ja ein großes Gebiet. Du musst das schon einmal umrunden. Ja, schon klar. Aber eigentlich darf ich mich jetzt nicht von euch entfernen. Wir splitten uns gerade wieder auf. Ich hab den... Du auch? Ah, ich hab die Karte gefunden. Sehr gut. Nimm mal mit, das Ding. Ich werde aber gleich hier belagert von der Entity. Ja, ich muss die hat mich, glaube ich, gefunden. Ich muss mal einmal Licht anmachen, es geht nicht anders. Wo bist du? Ich bin bei dir. Hier. Warte. Oh. Oh, oh. Komm in den grünen Bereich. Ja, das hast du früh gesagt. Nächstes Mal vor ankündigen, weil der hält nur 2 Sekunden. Okay, ich muss hier
bin tot. Der ist ganz schön stark. Da hat jetzt, habe ich jetzt alles fallen lassen, was da lag. Also nicht. It's safer in the light. So, dann sollten wir mal zu den anderen. Ja. Danke fürs Saven auf jeden Fall. Klaro, der ist immer noch bei uns, also sieh zu, dass du dich hier. Ja, wir müssen weg. Oh, was? Ich frage mich, warum unser bescheuerter Tank. Ja, danke auch. Nicht einfach mal. Ne, lass uns gehen hier, komm. Wir müssen hier weg. Ab ins Auto, komm. Oh Mann! Geht nicht. Steig das Auto ein. Ja, geht nicht. Steig ein. Geht nicht. Die, Alter, du weißt schon, dass du mal das 5 Sekunden gedrückt halten musst, ne? Ja, toll. Ausweichen hast du aber auch noch nicht geübt. Ja, guck mal, jetzt kommt tatsächlich mal einer von unseren Leuten. Aber auch nur einer. Ja, der Ash ist einfach nur ein Gruppenfeind aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und schon wieder ein Elite. Oh, die hat aber gut hochgelevelt, Alter. Drei Headshots und jetzt ist sie besessen. Nee. Doch, jetzt ist sie besessen. Super. Ja, ist nicht gestorben. Ja, ich auch. Und der Ash ist da hinten irgendwo am Rumhühnern. Es ist jedes Mal dieselbe Scheiße, ne? Ja, einer macht halt, was er will und der Rest geht halt drauf. Du brauchst halt den Nahkämpfer. Ohne Nahkämpfer sind wir am Arsch. Eigentlich habe ich jetzt Bock, da mal kurz eine Sprachnachricht. Der bewegt sich auch gar nicht in unsere Richtung. Es ist ihm einfach egal. So, jetzt wurde ich eingesammelt. Mich wundert, dass der jetzt nicht schon wieder 1000 Fallen um uns herum gebaut hat. Ja, der hätte eigentlich komplett abkassieren können. Wir haben ihn auch gut hochgelevelt gerade. Sie hängt gerade in der Ecke fest. Ah. Vielleicht wird das Auto besessen, bitte. Jedes Mal so ein Heini, ne? Ja, okay. Das heißt aber, wir müssen de facto, um das irgendwie hinzukriegen, müssen wir beim Ash bleiben. Also, anders wird's nix. So. Ja, macht Sinn. Okay. Brauch vor allem die Muni gerade wieder. Ich habe letztens eine Runde mit Amanda gedreht und es ist halt super ätzend. Die ist halt mega mächtig, aber wenn dir deine Teammates die Munition immer die ganze Zeit wegnehmen, ne? Und dann auch sofort zum nächsten Ziel rushen, ohne und wieder mit null Muni dahin gehst. Oh, guck mal, hier ist gleich das Necronomicon bei uns um die Ecke. Das RNG ist wirklich Mist. Wollen wir das starten? Was? Wollen wir starten oder warten wir auf den anderen? Nee, ja. Lass starten. Gut, mach du mal. Geh los. Der andere ist auch bleeding out. Boah, leck mich doch am Arsch. Wie ist das denn passiert? Ja, der ist halt irgendwo auf der Map unterwegs. Aber der Bösewicht war doch gerade bei uns. Wie kann denn der hinten ausbluten gegen random Mobs? Dummheit, würde ich sagen. Der ist doch gegen ganz normale Mobs. Das läuft schon. Hat sich schon angemacht. Ich hab's angemacht. Ist der doch abgenibbelt. Ja. Hast du Heilung angemacht? Ja. Ich wollte auch mal was Nützliches machen. Ich hab, Ich finde sehr geil, dass du einen Gegner, der ein F über dem Kopf hat. Ja. Du kannst mit einem normalen Schlag anfangen und mitten in der Animation entscheiden, es ist doch ein F-Move. Ja. Um dann quasi noch die Invincibility anzumachen. Oh, der Nebel hat mich niedergenüdelt hier. Ich liege. Wissen du? Ich liege von den Seiten. Er wird sie jetzt auch platt machen.
Oh Mann. Nee. Okay, der Boss ist niedergeschossen. Jetzt kannst du mich gleich wiederbeleben. Du hast noch drei Skelette um dich. Der haut dich, der haut dich. Hör auf, hör auf, hör auf. Warum hörst du mich? Weil ich es trotzdem geschafft habe. Ich würde da sagen, das ist ein gutes Argument, oder? Das stimmt wohl. Er kommt schon wieder mit dem Besessenen an. Oh Gott. Oieiei. Ah, jetzt bin ich tot. Ich auch. Ich hatte keine Cola mehr. Ist die noch am Leben? Kelly ist noch am Leben. Die ist auch recht mächtig, aber der haut uns hier gerade. Boah. Alter, was kommt da raus? Ja, 6, und das Ding baut ab. 9. Sie ist nicht im Kreis drin geblieben, deswegen verlieren wir gerade wieder Progress. Oh nee. Also die ist mega krass drauf, die Kollegin, aber es reicht nicht, glaube ich. Nee. Die ist richtig gut. Zwei von denen und zu uns. Zwei von denen und wir wären echt safe. Ja, ich glaube, man braucht auf jeden Fall. Hat sie jetzt aufgegeben? Zwei Nahkämpfer. Sie hat aufgegeben, oder? Oh, ich würde diesen Evil. Ich würde so gerne Leute zusammenscheißen. Ja, der war komplett nutzlos, das ganze Spiel über. Ich brauch so ein Aftershed hier, ey. Der hat leider überhaupt nichts gerissen, der Kollege. Failure to close the rift is not your burden to bear. Na gut, immer ein Level mit ihr gemacht. Ich würde sagen, wir machen gleich die nächste Runde. Man levelt tatsächlich auch wenn man nicht Geistpunkte da rein investiert, habe ich festgestellt. Ja, so ein bisschen leveln die immer mit, die richtig. Charaktere. Am Anfang ist das auch echt signifikant. Es nervt schon, dass ich dich ständig neu einladen muss. Ja, das stimmt. Oh, hier ist das ganz schön kalt. Ja, genau, das sieht man auch an seinen Punkten, ne? Also der hat einfach nichts getan, das Match über. Der ist einfach nur durch die Map gerannt, hat versucht wahrscheinlich Items einzusammeln, ist nicht bei seiner Truppe geblieben, obwohl er der Tank ist. Das heißt, ohne ihn sind wir natürlich einfach aufgeschmissen. Das ist so nervig. Vor allen Dingen, wenn du dir das anguckst, auf Facebook etc., in den Gruppen, die behaupten halt, das wäre so eine Meta, ne? Dass es immer bestimmte Charaktere sind, die das immer machen. Level 25 Amanda und der Warrior Ash. Du meinst, dass der Charakter was mit dem Verhalten zu tun hat? Nee, weil die, es gibt Charaktere, die vom Bild her kannst du die so bauen, dass das Verhalten belohnt wird. Inwiefern das? Warrior Ash ist in sich ziemlich mächtig und die wollen dann halt Exploration. Die wollen dann halt schnell ihre Epic Weapons und schnell ihr Zeug finden, was sie brauchen. Mm. Also da wird dann irgendwie der Egoismus sehr stark getriggert. Ah, Special Edition Henrietta. Entry 6. I know now what I have unleashed onto this earth. So. That I will die for my transgression. If you're hearing this, loot, loot, loot. Is in your hands. Follow these dann einmal zu den anderen. Oh, hier liegen aber viele. Hier liegt aber viel Muni. Ich hab hier direkt eine Kiste. Hast du? Ja. Wo bist du denn? Ich hab die Kiste markiert. Müsstest du auf der Dings sehen können. Okay, welcher Ash? Das ist ein Leader Ash direkt hinter mir, der irgendwie schon wieder sein eigenes Ding macht gerade. Ich dachte, das wärst du gewesen. Nope. Bin ich nicht. Ein Lash. Ich habe mir übrigens angewöhnt, fast alle Munition einfach immer einzusammeln. Muss ich sagen. Weil mich super hart annervt, dass wenn man nachher die Waffe wechselt, man die Munition dann nicht hat. Das stimmt, aber es ist natürlich dann blöd für die Hunter, die wirklich brauchen, ne? Ja klar, also im Hunter lege ich natürlich dann die entsprechende Muni hin, wenn ich das sehe. Aber... Ach, da hinten ist auch noch eine? Okay. Und einer rennt schon wieder komplett solo, oder was? Ja, das ist der Leader. Ja.
Finde ich immer gut, wenn der Leader sonst wohin rennt. Survivors have acquired the first piece of the map. Take heart. Okay, offensichtlich hat er aber die Map eingesammelt. Oh, ich hasse... Ach, das ist im Tunnel, ne? Oh, lol, ey. Wo bist du denn gerade? Ich sehe dich nicht. Ich bin über dem Tunnel. Ich habe gedacht, ich kann in den Tunnel rein, aber... Es gibt einen Eingang hier an der Seite. Frage ist nur, wo... Ja, egal. Lass uns nicht damit aufhalten. Kläranlage. Wo müssen wir hin? Ja, danke. Da unten. Kläranlage. Ist das schon markiert? Ich hab's gerade markiert. Mit grün, ne? Ja. Ja, danke, Phoebe. Drück sie Daumen, dass wir jetzt mal Teamplayer haben. Ja, du hast natürlich total recht. Die letzte Runde war vom Loot her mega geil. Na, mega gut. Und völlig verkackt wegen einer Person. Wieder mal. Ja. Und das schwingt halt dann so schnell um, ne? Wenn einer nicht mitzieht. Ich meine, der Dämonenspieler, der hatte kein hohes Level. Der hat gut gelevelt und der hat gut gespielt. Der hatte definitiv eine Taktik, ne? Ja. Der war ja innerhalb von Sekunden da, wo er sein wollte. Der Bild, den der hatte, war krass. Absolut. Er hat das schon gut gemacht. Kann man ihm jetzt nicht nehmen. Da kommen schon die ersten Gegner. Ja, hier ist auch schon die Karte. Super, ich habe hier noch eine Kiste. Irgendwo. Die bei mir. Markieren? Ja, ja, ich muss erstmal mitmischen. Oh. Oh, das Gewehr. Oh, jetzt ist er besessen. Er ist hier. Der Bösewicht. Der Schorke. Das Gewehr ist scheiße. Okay, jetzt bin ich. Wo hast du die Kiste markiert jetzt, oder? Nee, oh, jetzt schon wieder einer besessen. Ja, ich. Hör auf. Ich kann nicht aufhören. Mach doch mal was. Ja, ich kann nicht. Ich habe ein Zweischussgewehr, was dicks taugt. So, jetzt. Hier ist eine blaue Kiste. Haha, mit Mini-Ashes. Okay, nimm die Waffe da. Ich muss erst die Animation abwarten. Mm. Ja, Crossbow besser als nix, ne? Besser als die Scheiße, ja, die ich davor hatte. Was brauchst du denn dafür für eine Waffe, für Munition für? Du, hab ich keinen Plan, schnall ich nicht. Okay. Ich muss auf jeden Fall gleich mal was gegen mein 4-Level machen. Hier oben ist ja auch noch Pink Elf, habt ihr das schon eingesammelt? Geht das nicht irgendwo? Hier oben ist noch eine Kiste. Hat keiner markiert. Wo? Ja, weil wahrscheinlich keiner gesehen hat. Die hat aber jemand aufgemacht. Ach toll, okay, cool. Ja, das mit Markieren haben manche Leute auch noch nicht so ganz raus. Das habe ich auch schon festgestellt, ja. Oh, was ist denn hier los? Warum sind die so strong? Weil wir schwach sind. Fuck. Ich meine, direkt umgeknüppelt. Oh, what? Fuck. Die hat mich besessen und macht dich jetzt gleich platt hier. Was nee, das jetzt Spiel? Nicht, aber... Ich komme gar nicht dagegen an, weil du so schnell zuhaust. Ja, aber das ist das Messer. Das wollte ich vorhin erzählen. Gut, dass du das ausgewählt hast. Einige Messer sind halt, einige Waffen sind halt mega krass. Digga, du machst mich gerade richtig fertig. Hör mal gar nicht gegen an. Das ist dein Ernst? Wie lange kannst du denn besessen sein, bitte? Weiß ich nicht, aber du musst mal was, du musst mal ausweichen den Schlägen. Digga, kannst du aufhören zu klugscheißen? Ich bin nicht der Ausweichling. So, jetzt. Alter. Fuck! Oh, der haut mich. Okay, du musst dir dringend eine andere Nahkampfwaffe besorgen. Er ist jetzt schon dood hier, der Typ. Ja, trotzdem, bitte eine andere Nahkampfwaffe. Nein! Das hat mich fast gerade umgebracht. Wir haben jetzt schon verloren, ist dir das klar? Warum? Was ist los? Ein Typ ist tot. Der hat totale Kontrolle über uns. Ich bin schon wieder maximal auf Angst. Ich werde gleich wieder besessen. Was ist, hast du die Seele eingesammelt? Weiß ich nicht. Doch, hast du. Aber warum? Nee. Also ja, mit. Warum? Weil ich den wiederbeleben will. Ja, aber ich bin noch der Nahkämpfer. Naja, egal. So. Gut, jetzt müssen wir uns mal wieder organisieren hier. So, wir müssen. Jemand anders hat schon den Dolch angefangen. Voll der, geil. Der sich hier mit uns beschäftigt hat.
Auch nice. Voll geil. Schon wieder voll für den Arsch. Ich muss mal dringend. Was gegen meine Angst machen? Ja, mach mal. Wir sollten aber dem anderen Kollegen mal Beistand leisten gleich hier im Kampf gegen den Dolch. Ich lauf schon mal los. Oder soll ich. Ja, ich glaube, ich bleibe lieber bei dir. Nicht, dass er dich abfängt. So, jetzt. Das ist so ärgerlich, ey. Ich meine, wir könnten natürlich auch einfach das nicht muten. Mit nee, ich habe schon festgestellt, oh shit. Oh shit. Pedro hat's erwischt. Wo ist denn der Pedro? Ach, da hinten. Pedro hat ja keine Aura, ne? Wusstest du das? Für den bösen Spieler ist der kaum zu sehen. Ja, das ist cool. Und der andere wird gerade vermöbelt. Oh shit. Oh Gott, der ist stark. Kannst du wiederbeleben? Ja, ich versuche. Aber nein, kann ich nicht. Der hat hier einen jetzt schon so hart aufgefahren. Unfassbar. Das liege ich. Boah, wie krass hat er den wieder schon besetzt, ey. Ne, der ist Level 18, ne? Fuck. Da, so. Stell dich hin. Kannst du Heilung ankündigen? Ja. Weil die ist super selten. Ah, der will mich. Ja, macht er nichts. Soll er doch. Solange er hier nicht sich um den Dolch kümmert, ist mir das egal. Boah, diese Spucke-Geschichte ist heftig. So, geschafft. Puh. Heilige Scheiße. Wie gesagt, kann, wenn du kannst, nimm mal eine andere Nahkampfwaffe. Ich brauche näher. Die Nahkampfwaffe ist für mich schon ziemlich geil. Ich brauche vor allen Dingen eine andere Fernkampfwaffe. Wieso? Hast du nicht eine blaue? Nein. Du hast keine blaue? Nee, natürlich nicht. Ja, da liegt doch eine blaue Armbrust. Achso, ja, die hatte ich vorhin, aber die taugt nichts. Das ist so eine beschissene Waffe. Ja, okay, sonst habe ich einen Revolver. Warte mal. Ja, nimm den. Danke. Und ich muss jetzt dringend mal ans Licht hier. Ja, das Licht taugt leider nichts. Ja, ich weiß. Wo müssen wir denn hin? Hier, lass mal. Hier ist ein Licht, da wo ich bin. Was ist denn da oben irgendwo? Oh. Hä? Da vorne. Ich mach hier mal Licht. Why are you doing this to me? Wenn der Ash hier steht, kannst du mal die Heilung anmachen. Jetzt. Ja, ist gut, dass er wegläuft. Das kriegt man leider super schwer mit. Wie schnell heilt das denn und wie gut? Ja, ist. Gut, let's go. So ein Viertel Lebensenergie oder so, würde ich sagen. Okay, dann lass uns mal ganz schnell jetzt zum nächsten Missionsziel gehen. Oh, jetzt hat er schon wieder was besessen ja. Hier. Also, die sind so stark, diese Einheiten. Ich liebe den, ja. Alter, wir müssen hier weg. Und der hat auch so ein Besetzerbild irgendwie. Ja. Boah.
Aber das Messer ist der absolute Hammer. Na gut. Boah, wir sind hier viel zu durcheinander. Wir müssen eigentlich jetzt in ein Auto. Ja, ist okay, lass uns besessen? In ein Auto gehen. Hinter uns ist besessen. Ich werde angegriffen. Hilfe! Alter, 3 Schläge von dem. Krass, ey. Und ich krieg den auch gar nicht kaputt gekribbelt, ey. Man kriegt natürlich, wird man bei allem unterbrochen. Und da kommt Henrietta. Fuck. Alter, du kannst nicht vor der weglaufen. Nee, das kannst du vergessen. Da ist schon wieder der nächste Feuerwehrmann. Das ist unglaublich. Hat der Henrietta laufen lassen? Ja. Wieso das denn? Das war ja unnötig. Okay, jetzt zum Auto. Uiuiui, das wird heftig. Ich lieg schon wieder. Unglaublich, was ist das für ein Bild? Du hältst die ganze Truppe auf. Hallo Zuckerblümchen. Und der kann einfach jetzt hier gleich wieder 3 Tore um uns rumbauen, ne? Das ist unglaublich. Ja, ich weiß nicht, wo der die ganze Zeit die Energie herkriegt. Jetzt bin ich besessen. Achtung. Ja. Ja, ja, das. Jetzt hat ein Bild mal geholfen. Ab ins Auto. Welches Auto? Das Auto, das die auf der. Wollt ihr mich verarschen? Ich sehe kein Auto. Da. Ja, geht's denn hier schön. Lang? Das ist unbedingt Gelände. Was soll ich denn sagen? Gut, dass du so ein Straßenwagen hast. Ich muss eigentlich dringend gleich mal was gegen meine Angst machen. Ja, hier, komm. Machst du? Nein, ich bin verwandelt. Mach mich glatt. Komm, ja. Gib's mir. Hab's dir hart gegeben. Was mich nervt, ist, wenn man Zombies wieder besetzt, dann werden die komplett geheilt. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, und kriegen halt noch fette Boni, je nachdem, was du für ein Possession-Ding hast. Das ist so übel, wenn du so ein Heavy so gerade runtergeknüppelt hast irgendwie und dann genau in dem Moment besetzt er den und ist wieder voll. Und das ist so... Ja, das ist natürlich die Idee dahinter, mit dem Bild. Hier, Achtung! Ein Heavy, ein Besetzer. Du musst zu uns gehen, ne? Wenn ja, du geht schlecht. Wenn du wegläufst, dann kommen wir da nicht hinterher. Der ist so stark. Boah, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen im Endgame. So, fuck it, Auto. So, los. Nein, aber du fährst scheiße. Deine Mutter fährt scheiße. Ja, das stimmt, aber mit der spiele ich auch nicht. Oh, wir hätten gar nicht so fahren, müssen. Was ist das, dein Ernst? Das war ja direkt ums Eck. Achtung, hier ist wieder einer. Besessen. Ja. Der hat wieder mich im Auge. Ja, natürlich. Schnell. Weil du das schwächste Glied bist. Schnell. Sehr cool, wenn du in die Richtung ausweichen könntest. Ich kann mich überhaupt nicht. Ich bin gestunlockt. Henrietta. Oh, shit. Oh Gott. Oh Gott, die ist stark. Oh, ich hab'n Lag. Uff. Warum hat er sich denn jetzt schon wieder rausgelöst aus der... Lohnt sich für ihn wahrscheinlich nicht zu lange drin zu bleiben. Er kann nee, mehr... die Eliten sind halt stärker bei ihm. Ja, er kann mehr anrichten. Er hat, glaube ich, nicht den Boss gelevelt, sondern halt die Elite-Einheiten. Das merkt man halt auch. Die kriegst du einfach nicht kaputt. Echt heftig. Boah, Alter, leck ich mich. Jetzt hat er schon wieder dich auf, Tiger, ne? Das ist echt unglaublich. Oh.
Ich aktiviere Heilung. Ja. Oh. Hilfe! Unfassbar. Ja, geil auf dich jetzt, ey. Hilfe! Ja, was soll ich machen? Ich kann auch nur zuschlagen. Ich kann ja nicht wirklich ihn die Aggro ziehen oder so. Oh, schlimmer kann es kaum werden, sagt Jan. Na, danke. Aber ich finde, wir machen uns ganz gut. Das ist gerade eine echte Herausforderung hier. Ja, absolut. Mann, immer ja, auf mich! Immer auf mich, die Sau! Ja, weil du bist quasi der Magier der Truppe. Natürlich geht er auf dich. Hier schon wieder mich. Oi, oi, oi. Da muss ich aber auch wirklich aufpassen. Der springt auch hin und her. Das ist so krass. Alter Verwalter. Fucking hell. Okay. Das ist mein lila Speer. Health, Stamina, Shield. Alter, wir sind... Also, wir haben uns richtig gut geschlagen gerade. Aber meine Ressourcen sind jetzt auch aufgebraucht. Ja, dito. Ich, vor allen Dingen, die Waffen, die ich habe, sind Murks. Wir müssen hier dringend mal suchen. Okay. Na gut. Ja, ich bin schon wieder auf Maximum Angst. Nur so als Ansage. Sollten vielleicht nicht direkt zu den Old Ones. Kurz mal hier anhalten. Ja. Ah. Aber schon. Macht schon Spaß, dadurch, dass wir diese Herausforderung jetzt auch irgendwo geschafft haben. Ja. War das ein geiles Spiel gerade. Mal gucken, wie lange es noch so geht. Weiter. Wer fährt denn gerade? Los, einsteigen. Fährst du? Ich. Ja, gut, dann mach mal, du Profi. Das sieht ja so großartig aus, was du... Ja, hast du wunderbar eingepackt. Aber hier ist eine Kiste. Nein, das ist nicht. Du bist... weißt du... Du bist so ein Spasti, ey. So, hier ist ein neues Auto. Wo? Hier. Lass den Zombie nicht einsteigen. Der darf nicht mit. Boing. Kachel. Aber ich bin für diesen Kampf nicht vorbereitet, ne? Ja, niemand ist vorbereitet. Vorbereitet, schmorbereitet. Lass es egal. Schmorbereite. So, hier ist auch eine Straße. Oh, warum sind manche Bäume umfahrbar, manche nicht? Eigentlich sind die meisten Sachen nicht umfahrbar. Wir sind Ach so, das Auto ist besetzt. Wollte gerade sagen. Au, au. Schön, ausgerechnet bei der Cabin hier. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder voller Angst? Wie ist das denn jetzt passiert? Das ist Evil Dead. Oh, warte mal, wer ist denn da jetzt nicht eingestiegen? Ich. Warum nicht? Weil hier noch eine Pink F. Ist das dein Ernst? Wo seid ihr denn? Ja, im Auto. Und wo fahrt ihr? Ihr fahrt ja jetzt ernsthaft ohne uns beide. Wir sind zu zweit hier. Wieso seid ihr? Ihr seid einfach ohne uns weggefahren. Ja, wir waren im Auto und ihr seid nicht wieder eingestiegen. Wir sind so rausgeworfen worden. Warum? Weil wir mal eben... Ich habe doch gesagt, dass ich noch Zeug brauche. Deswegen waren wir noch mal in der Cabin. Oh nein, ich bin besessen. Ja, das hat sich... Richtig gelohnt hoffentlich für dich, dass wir jetzt hier angehalten haben. Er führt mich gerade von euch weg. Ja, komisch. Was sollen wir da jetzt machen? Fuck, ey. Deswegen müssen wir jetzt durchziehen. Wir können da jetzt nicht groß anhalten. Das hält einfach nur alles auf. Hilfe hier. Ja. Hilfe jetzt ganz schnell, ganz schnell. Können wir jetzt bitte Richtung Missionsziel? Ja. Er wird mich gleich wieder besessen. Kannst du dich schon mal drauf einstellen? Ja. Zur Not lasse ich dich einfach irgendwo laufen. So, wir müssen hier mal zündeln. So, kannst du noch einmal heilen kurz? Ja, mach ich. Okay, gut, dann weiter jetzt.
Gut. Go. Alter, der ist Level 30. Ja, das wird heftig. Es wird sehr, sehr heftig werden. Leute, drückt uns die Daumen. Das wird doch eh nichts. Ich habe gar nicht die Zeit, auf den Chat zu gucken. Es ist so aufregend. Naja, Zockerblümchen schreibt einfach nur wow und Jan lacht sich tot. Zu Recht. Weil wir uns benehmen wie Volltrottel. Au. So, da sind die Dudes. Haben alle es geschafft bis zur... Weiß ich nicht. Egal. Gib ihm. Weiß keiner. Volle Ghostbuster-Röstung. Ich bleib mal bei euch. Au, au, Pain. Ich bleib mal bei einem von euch. Ich werde mich jetzt nicht zu weit von einem entfernen. Ja, im Zweifelsfall bei mir bleiben, weil ich der Tank bin. Heute was mal gegen Angst. Das wäre super. Wenn ich besetzt werde, wird's blöd. Da ist ein Besetzter. Der ist wieder auf mich. Okay, ich komme. Moment. Boah, ist der stark. Ich habe eine lila Waffe. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich muss jetzt gleich mal heilen oder geheilt werden, weil sonst liege ich gleich. Ja, aber es hat ja niemand Heilung. Du bist unser Heiler. Also von daher. Aber wir fokussieren uns jetzt, glaube ich, mal auf den Oschi hier. So, das haben wir geschafft. Jetzt wird's hart nochmal. Aber ich finde es ganz gut, dass er zumindest das Herr. Achtung, ich mache jetzt hier eine Heilung hin. Achtung, eine Heilung. Oh. Ja, okay. Danke. Oh, da ist einer gestorben. Und schön. Vor allen Dingen, weil die jetzt ja tot bleiben. Ja, das wird nochmal lustig jetzt gleich. Ich glaube übrigens, dass die unterschiedlichen Gegnertypen gegen unterschiedliche Sachen anfällig sind. Also Schnitt und Schlagschaden, ja, und so. Das glaube ich auch. Also die Skelette sind bestimmt sehr anfällig gegen Hämmer. Sicher. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe das noch nirgendwo gelesen. Wir haben eine Chance. Es ist machbar. Da ist eine Henrietta. Aber er wird ja eher versuchen, uns auszuschalten, als das Buch. Aber die Henrietta macht ehrlich gesagt gar nicht so ein Problem. Ihr müsst mich dringend, dringend helfen, dringend! Was soll ich machen? Ich muss jetzt hier was einsammeln. Ich brauche eine Heilung. Gut. Hilfe! Hilfe! Hätte ich schon wieder auf dem Krieger, ey. Ja. Nee, der, geh mal bitte auch mal raus, wenn du dann. Nee, meine Max-Power-Attacke ist super mächtig. Ja, aber wenn du low bist, du bist unser Heiler. Wenn du stirbst, haben wir ein Problem. Mir ist lieber, du stehst hinten. Meine Knarre bringt gar nichts. Das können wir aber schaffen. Ja, 18 Sekunden. Machbar. Das sieht gut aus. Das sieht super gut aus. Alter, das war eine richtige Herausforderung und wir rocken das gerade. Oh, jetzt kriege ich aufs Gesicht hier gerade. 3 Sekunden und Heilung! Nice! Wuhu! Boah, ein absolut krasser Dämonenspieler, der richtig Druck gemacht hat. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Eieiei, das war heftigst. Heckle Serpent, du geiler Typ. Was? Das war auch ein gutes Team hier. Pablo? Toxic Rainbow? Ha? Guck mal, Pablo, wie viel Damage der hat. Dem fehlte nur ein Schaden für die Perfect Six. Oh Gott, ja. Wie nice. Aber was der für ein Damage der rausgehauen hat? Ich meine, hallo, das der war... Das ist ein Pablo, weil ein Pablo ist was? Ist ein Hunter, oder? Mhm. Alter Verwalter. Ja, mehr Damage rausgehauen als ich. Ja, ich habe nicht viel gewuppt mit meiner Cheryl, aber. Und der hat sogar andere geheilt? Wie kann denn der andere heilen? Der hat mehr geheilt als du. Ich glaube, passive Heilung.
durch selber nehmen, weißt du? Du kannst aufleveln. Hm. Ja, ich war jetzt nicht der super Wupper hier, was von den Punkten, aber ich glaube, ohne mich wärt ihr draufgegangen, oder? Ja, klar, natürlich. Ohne Heiler ist immer schlecht. Ich meine, wie krass der mich getankt hat, ey. Hm. Oder aufs Korn genommen hat. Ja, das war wirklich heftig. So, warte mal ganz kurz, hier ist es wahnsinnig kalt. Ich muss mal rausfinden, warum. Ich bin gleich wieder da, dann können wir weitermachen. Ja, danke Leute fürs Daumen drücken. Das war offensichtlich hilfreich. Hossa die Waldfee. Das war spannend. Bis zum Schluss. Habe ich auch selten erlebt, dass das dann so knapp wird. Aber wie krank, ey. Das ist doch voll die Sorte Spiel, die wir uns gewünscht haben, ja, die ganze Zeit. Ja, ja, absolut. Endlich mal. Oh, das Adrenalin hoch, man fühlt sich wieder am Leben. Nicht wie ein malochender Lohnsklave. Wie ein Held. In die nächste Runde. Ja, gerne. Sicherlich genauso geil wird. Warte. Schade, dass man nicht als Dämon zu zweit spielen kann. Das wäre super lustig. Zwei Dämons. Gar nicht unfair. Warte, ich muss tatsächlich... Ich möchte mein Level auch... ich will die Cheryl schon hochleveln. Weil die ist extrem schwach. Ja, so, mach's. Zwei Punkte. Obwohl, ich muss sagen, also das Kampfmesser ist der heißeste Scheiß seit geschnitten Brot. Ja, ich bin da ja gar nicht mehr rausgekommen aus seiner Attacke. Das war richtig heftig. Also gegen Einzelziele ist das wirklich gut. Das ist wirklich der Knaller. Was nehmen wir denn jetzt? Ich brauche Damage Boost. Ja, das Spiel ist natürlich genauso wie Dead by Daylight, hat schnell mal den Effekt, dass man auch einfach sehr deprimierende Matches haben kann. Ne? Und das kann sich dann leider ein bisschen hinziehen, weil... Wenn die Spieler nicht dann rechtzeitig beenden, dauert das dann 20, 30 Minuten, bis man dann eigentlich erstmal raus ist aus dem Game, obwohl es eigentlich schon verloren ist. Das kann dann schon ein bisschen frustrieren. Aber ja, nein. Wenn zwischendurch ein paar Highlights dazwischen sind, dann macht das auf jeden Fall wieder wett. Der Vorteil, wir haben jetzt aus Versehen, ohne dich vorher einzuladen, bin ich in ein Match gesprungen. Das ist ein bisschen doof. Der Vorteil, cancel, yes, please. Der Vorteil, hier in dem Game ist, ich habe noch keine Wartezeiten gehabt. Ich habe immer ein Match gefunden. Das stimmt. Und das war bei DBD. Ich meine, du hast ein Spiel mit Abermillionen Spielern. Ja, ja. Und trotzdem findest du kein Match. Das hat mir auch irgendwie nie jemand vernünftig erklären können. Das ist eins der meistgespielten Spiele der Welt, Dead by Daylight. Und das Matchmaking war bis zum Schluss immer noch die absolute Katastrophe. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Gut, hier, dieses Spiel scheint kein Matchmaking zu haben, ne? Jetzt eine anderthalb Wochen oder zwei Wochen. Die schmeißen einfach alle rein, ne? Zwei Wochen nach Spielstart hast du voll gemaxte Dämonenspieler, die Meta komplett geschnallt haben. Nimmst du den Invite an? Ach so, ja. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das eingepoppt ist. Kriegst du das nicht mit, wenn es poppt? Doch, aber ich hatte gerade den anderen Bildschirm betrachtet. Ach so, guckst du wieder Porn nebenher? Ja, dich. Ah, Midget-Porn. Tatsächlich habe ich genau Twitch offen und schaue dir ins Gesicht und ja. Ach, du bist einer von den fünf. Kriege ein ganz wohliges Gefühl im Bauch. Nein, ich bin natürlich in den Zockerpansen eingeloggt. Achso, du auch. Zwei. Ja. Mit zwei verschiedene Dinge. Das heißt, du kannst zwischendurch auch mal eine Werbepause schalten. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich habe den Affiliate ja nie angenommen, aber der Button ist halt hier, ne? Einfach mal eine Minute Werbung schalten. Ja, super gut. Und die Kohle dann Twitch spenden. Da freuen sich die Leute bestimmt. Mega. Ach ja, gerne mehr solcher Runden. Das war wirklich... Nein, Jan, ich werde keine Werbung schalten. Dass wir das geschafft haben, Alter. Ich habe da echt kein Land gesehen. Der hat so krass Druck gemacht. Ja.
Ja, das Gefährlichste waren eigentlich die Wege immer zu den Zielen hin, ne? Weil er uns da mal aufgehalten hat und dich immer Ja. rausgenommen hat. So, und man konnte da kaum was gegen machen. Völlig krass. So, hoffentlich haben wir nicht schon wieder so ein Runaway jetzt. Was denn heute mit Henrietta? Die mag doch sonst keiner. Ich mag die. Ich finde die großartig. Ich finde die auch super. Ich mag vor allen Dingen das Feuerwehr-Set. Ja. Guck mal, da ist doch schon wieder einer am Wegrennen. Wer ist das da? Naja, wir rennen halt zu den Hütten. Railway Loop. Collect them to reveal the location of the lost pages of the Necronomicon and Gondarian Dagger. Was ist das? Das ist schon wieder ein Wash, der da sich abgesetzt hat. Ja, hier, das ist Wash. Na, das Warrior, bin ich. Warrior Ash. Du? Ja. Ich hab doch gesagt, wir gehen zu den Hütten. Ich weiß nicht, wo ihr hingegangen seid. Die Hütten, die wir jetzt abklappern hier, sind viel näher dran gewesen. Ich bin hier oben mit einem anderen Ash, der sein eigenes Ding durchzieht gerade. Bei Bruchos Hütte. Ich brauche nochmal eine Knarre, das wäre schön. Aber ich habe nur Muni hier überall. Der Typ rennt ohne mich alleine weiter. Ja, das ist nicht so richtig hilfreich, ne? Das Spiel ist schon wieder. Das hake ich schon wieder ab gerade mental. Aber ich gehe jetzt zu euch. Ich bin ein Supporter. Ich supporte nicht einen. Nee, das ist Quatsch. So, wo müssen wir denn hin? Kreiskehre. Wo ist das? Railway Loop steht bei mir. Ja, ich habe ja Deutsch. Da, ach so. Ist das hier. Der Ed Gatley läuft auch alleine. Ja, alle rennen da jetzt hin. Nur du nicht. Ja, ich renne. Ich renne. Also der Wash ist schon wieder ganz woanders. Ich habe übrigens noch keine Waffe, ne? Weder eine Nahkampfwaffe noch eine Fernkampfwaffe. Das ist schön. Hier sind die Old Ones. Wo? Jetzt habe ich eine Nahkampfwaffe. Dafür jede Menge Soda, was ich auch schon. Schön, schön für dich. Das hatte ich auch nicht oft. Wer ist denn da jetzt wieder umgekippt? Das wird der Wash sein. Ja. Wie ist denn das jetzt passiert? Ja, weil der doch alleine die ganze Zeit unterwegs ist. Och, Mensch, Leute. Weißt du doch. Das ist echt super unnötig. Das ist total witzig, wenn die, Deadites sich selber einen Arm abreißen und ihn als Nahkampfwaffe benutzen. Ja. Ich brauche aber noch meine Schrödinger. Knarre. Hallo Schrödinger. So, wo ist der andere Heini? Wo können wir den aufsammeln? Ah, ich habe ein Schrotgewehr. Da hinten. Zu schnell, da komme ich nicht hin. Tschüss. Ja. Alter, hier in diesem Haus waren drei Amulette. Oh, der ist besessen. Oh, crap. Okay, jetzt. Aha, hängt verstehe. Ihr alle auf derselben Ecke rum gerade? Ich sehe nämlich oh, nur einen okay, auf der Karte. Fuck, ich verstehe, dass das Problem ist. Der ist schon super stark hier mit Eliten unterwegs. Ja, cool, bin auch gleich tot. Kann ich mich mal heilen? Hallo? Ausweichen. Okay. Cool. Das Spiel ist durch. Ach, jetzt weiß ich, warum ich nicht ausweichen konnte. Wenn man angekotzt wird bei diesem Bild, dann geht Ausweichen nicht. Ah. Du musst dringend kommen. Ja, ich versuche mal den Ed zu retten. Denn hier ist. Ja, wir sind gerade alle gestorben. Das war's. Hat sich erledigt. 4 Minuten Gameplay. Tschüss. Was lernen wir daraus? Nicht aufteilen. Alle anderen Leute sind scheiße, wie immer. Nicht aufteilen lernen wir daraus. Ich bin gestorben, weil ich jetzt dem Ash helfen wollte gerade. Ich hab den dringenden Wunsch, Leute im Endgame-Chat anmotzen zu können. Ja, zu Recht. Und also wir brauchen ein Bewertungstool, wirklich. Solche Leute musst du einfach downvoten. Ist doch zum Kotzen, wirklich.
Super hart nervig. 922 Punkte. Der ist sogar getrennt, der hat einen Rage-Quit gemacht. Super gut. Mega. Alter, vielen Dank, dass du es für uns alle versaust. Vielen Dank, dass du meinen Stream so spannend machst. Echt, ey. Oh Mann, ey, so. Leute. Gut, ich mach mal eine Werbepause. Ihr guckt mal, was passiert und wir machen das nächste Spiel. Komm, mach mal weiter. Und? Kommt da Werbung? Tolle, du guckst auch. Nichts. Kommt da Werbung? Ich sehe hier noch nichts. Das ist ja auch eh zeitverzögert. Nö, sagt er. Keine Werbung. Nur den. Voll antiklimaktisch. Ach ja. Ja, ja, wir müssen einfach zusammenbleiben. Es nützt nichts. Ich bin ja zu ihm hingerannt. Der ist ja von mir weggerannt. Ja. Ja, und ich habe versucht, ihn zu retten, als er umgekippt ist. Das war halt auch ein großer Fehler. Aber das Problem ist, zu dem Zeitpunkt musst du den eigentlich retten. Ja, man möchte die gerne verrecken lassen. Bei DBD kannst du es ja machen. Da kannst du Leute einfach bestrafen für ihre Dummigkeit. Ja, das stimmt. Aber der war auch so krass, gerade was der für ein Damage rausgehauen hat. Der hatte halt schon Elite und die haben so viel Schaden gemacht. Das war echt nicht mehr feierlich. Der war auf jeden Fall gemaxt als Schurke. Ja, das geht nicht. Du hast ein Level Cap, bis wo hoch du die überhaupt bringen kannst. Ich glaube, vor Level 5 oder vor Level 7 kannst du überhaupt keine Spawns machen. Ja, der war ja schon Level 7. Ja, aber dann hat er maximal 2 Punkte in Possession oder in Portal gehabt. Nee, mit gemaxt meinte ich den Charakter ausgebaut. Nein, was? Jetzt sagt er hier irgendwas von wegen Werbung in Vorbereitung. Wehe, der macht denn jetzt Werbung ins Spiel rein hier. Was soll denn der Scheiß? Ja, warum drückst du da auch drauf? Wollt das mal ausprobieren. Oh. 6 Minuten 18 Sekunden. Wenn in 6 Minuten Werbung kommt, mit in der spannendsten Stelle. Dann wissen wir, da drücken wir nie wieder drauf auf diesen Knopf. Toll, Lars. Warum ist das auch so zeitverzögert? Das ist ja völliger Schwachsinn. Ich weiß es auch nicht. Das ergibt auch alles von hinten keinen Sinn. Das ist. Ach ja. Dumm Tisch. Schön. Was mich ein bisschen nervt in diesem Spiel sind diese ewigen Wartezeiten zwischen Menüs und so. Man hat immer so ein Lademodus. Ja. So, ich komme jetzt zu euch. Weh, ihr rennt schon wieder wie Kakerlaken auseinander. Ja, wir rennen mal nach unten zu den Häusern. Ah, das sieht gut aus. Sieht ein bisschen wie ein Schwarm aus, so wie ich das haben will. Fire Tower ist als nächstes. Oh, super. Wo ist das? Hast du es markiert? Nee, aber das ist das, wo wir gerade sind. Ah. Es gibt übrigens Actions außer mit dem Autofahren, die den Dämon alarmieren. Ich weiß noch nicht was. Ich hoffe nicht, dass es Vault ist. Wenn du zu viel Angst hast, kriegt er das auch mit. Wenn du in diesem roten Bereich bist. Ah, Und ich glaube, Schüsse sind lauter als normale Nahkampfangriffe. Das heißt, da kriegt er es dann auch mit, wenn er ein bisschen näher dran ist. Auf diesen Turm draufklettern ist eine gigantische Zeitverschwendung, glaube ich. Keine Ahnung. Da war noch nie was, wenn ich da hochgegangen bin. Ah, ich habe gerade einen Deadite gehört. Ah, yes. Hinter mir! Ich gehe mal auf den Turm rauf. Geh immer in eine Cola. Nee, Double Barrel. Ich nehme den Blunderbuss. Ich nehme lieber einen Einschüsser, der was wuppt, als einen Zweischüsser, den man nur am Nachladen ist und der nichts kann. Oh, hier ist eine Kiste oben tatsächlich. Ja? Ja. Wir haben. Hast du markiert? Nee. Jetzt. Oh, hier hochlaufen ist aber schon echt Zeitverschwendung. Lass mir mal deinen Hammer, falls du deinen da noch in der Ecke hast. Den will ich gern mitnehmen. Hast du den Hammer mitgenommen? Nee. War hier kein Pink F?
Doch, da bei der Kiste. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein ganz schöner Fußmarsch hier hoch, ne? Mhm. Außer man hüpft einfach runter. Achso, es gibt gar keinen Volldamage oder was? Weiß ich nicht, tatsächlich. Oh. Doch, gibt's. Sehr gut. Okay, Haben wir schon mal Hand gespielt, fragt Zocker Blümchen. Hand, ja. Ja, seit der Beta. Mögen wir Hand? Kann man sich auch durchaus das ein oder andere Let's Play auf unserem Kanal angucken. Mögen wir Hand, ist die viel wichtigere Frage. Es ist nicht so unser Spiel. Obwohl die fertige Version... Oha. Die fertige Version ist deutlich besser als das, was wir damals gespielt haben. Ja. Oh, nice. Das stimmt. Aber das Gameplay ist nicht so ganz unseres. Also, dass man halt auch einfach seinen Charakter super schnell verlieren kann und so. Wir sind halt einfach nicht die Pro-Player, die stundenlang in so ein Spiel reinstecken und ja. Viel schlimmer finde ich, dass das Spiel halt ein Griefing nicht nur fördert, sondern halt auch zum Gameplay-Element macht. Ja, das kommt noch dazu. Ne, also dieses, dass Spieler einfach irgendwo im Busch sitzen und einfach alles und jeden abknallen und die Arbeit machen lassen, ist ja halt einfach... Ist hier ist noch eine Kiste. Scheiße. Wo denn? Hier, wo ich gerade markiert habe. Hauptsache, die anderen rennen jetzt nicht einfach weg. Da habe ich jetzt voll Angst vor. Machen sie gerade. Senderturm, wo ist der? Ach, da unten. Okay, das ist ja direkt in der Nähe. What the fuck? Ja, das ist irgendwie... Da kommen wir ja gerade her. Lol. RNG ist gerade wieder komisch. Mhm. Aber lass uns trotzdem mal zu den anderen gehen. Ich will, dass wir da in der Nähe sind. Kannst dich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ja, den Kanal gibt's auch schon 4 Jahre jetzt und wir haben irgendwie mal einfach mal 1,5 Jahre nichts gemacht. Das stimmt, ja. Also, kann schon mal passieren, dass man das nicht mehr erinnert. Auf jeden Fall. Nee, wir haben, glaube ich, auch nur 3 oder 4 Matches hochgeladen. Okay, das haben sie auch geschafft. Wo geht's denn jetzt? Oaks Cemetery. Royal Oak. Friedhof. Ist es Royal Oak, ja, ne? Da. Da. Habe ich markiert. Ja. Let's go. Allerdings kann ich sehe immer selber nicht, wo ich markiere. Ja, ist manchmal ein bisschen verwirrend. Ich habe ja, das Gameplay ist ein bisschen wack und man schleicht halt irgendwie 20 Minuten durch die Gegend und ist dann halt wie bei PUBG in einer Sekunde tot. So. Und da wir halt einfach nicht die Pro-Player sind, ja, vor allen Dingen ist das dann auch nicht so richtig spannend beim Zuschauen. Na, du hast dann voll Bock, irgendwie gehst in diese Monsterhöhle rein und denkst, oh, wie krass fucking aufregend ist das? Und dann schießt halt jemand in den Hinterkopf, weil der ja einfach abwartet, was da genau andere machen. Der dann irgendwie 10 Minuten im Eck gekauert hat und ja, haut sich dann über den Haufen. Das ist so ein bisschen frustrierend. Also das kann man irgendwie mal zwischendurch machen. Aber, oh, hier ist eine Dose endlich mal. Hier ist ein Amulett. Ja, super. Wir können hier, da ist noch eine Kiste. Wir können hier auch mal, mal hier kurz ein Feuerchen anmachen. Ja, nimm dir mal die blaue Spitzhacke, die da liegt. Oh, nice. Okay, Cheryl, now let's banish evil. Ich hab einen Fleischklopfer, den finde ich ganz geil. Fleischklopfer ist eine ziemlich geile Waffe. I like. Okay, lass mal zum Friedhof gehen. Ich gehe weiter. Willst du mit? Ja, komm. Haben wir alles Wichtige eingesammelt? Au. Ja. Anscheinend gibt's keinen Fall, der Mensch jammert nur. Achso, du hast. Okay, du hast nicht auf den Schaden geachtet, sondern einfach nur auf dein Gestöhne. Ja, sie, genau, sie jammert, aber es ist, ich hatte keine Dings verloren. Ja, genau, ja, YouTube. Du, wir sind mächtig vor den anderen am Vorlauf, ne? Wir machen gerade das, was wir an den anderen kritisieren. Oh ja, okay. Na gut, egal. Egal. Ach, verdammt, habe ich es wieder verkackt. Hier ist eine Kiste.
Also die Tötungs. Ich finde das geil. Mit dem Fleischklopper sind echt bitter. Ja, oder mit der Spitzhacke auch. Oh, die will ich. Ja, mach ruhig. So, Karte. Hast du? Jawohl. Wundervoll. Hier ist ein geiler Bett. Ich würde sagen, wir gehen. Auf die anderen warten mal kurz. Ja. Wäre ja irgendwie nett. Machen wir. Boah, diese Tötungsanimationen sind so bitter, ey. Kommst du denn her? Er ist doch immer noch nicht da. Dann lass mich Tötungsanimationen machen. Ich fülle damit mehr ein Schild auf. Okay. Das ist richtig nice. Ich bin aber gerade verängstigt. Wir müssten mal vielleicht hier Feuerchen machen. Mal kurz ein Feuerchen machen. Ja, ich laufe hier mal hin. So, jetzt sind auch mittlerweile die anderen da. Beschützt deinen Popo dabei, ne? Oh Gott, ich habe geschrien. Das ist das Blöde, denn da jetzt hat er uns gesehen auf jeden Fall. Wenn der Charakter schreit, ist, naja, Achterbahn. Aber nicht schlimm, wir müssen ja eh jetzt zum Dolch, also der wird damit rechnen können. Schon. Ich bin auch... Fleischklopfer, schlechteste Waffe, beste Schwert, Hammer. Ich bin gerade maximal verängstigt, keine Ahnung warum. Warum ist der Fleischklopfer die schlechteste Waffe? Wer sagt das? Oh, hallo, Sepalix. Willkommen im Chat, danke für deine Info. Erzähl mal. Gerne mal. Erzählen, wir sind ja relativ neu in diesem Spiel. Wir sind für alle Infos dankbar. Oh, ich bin besessen. Bin besessen. Ja, dann lasse ich dich wohl am besten in Ruhe, würde ich sagen. Schwerthammer Baser? Was ist Baser? Baser? Weiß ich nicht. Auch nicht ganz verstanden. So, ich höre eine Kiste hier drin. Ich auch, ich mach auf. Was ist denn das? Was lag oh, das ist ein Epic Repetiergewehr. Haben wir einen Hunter hier? Nee, ich nicht. Naja, okay. Irgendjemand hat sich's geschnappt. Gut. Nice. Epic Loot ist nice. Nee, Epic. Was hast du? Okay, da sehe ich die Seiten in die Richtung. Haben wir den Dagger irgendwo? Wo ist er denn? Wo ist denn der Dagger? Okay, er meint einfach nur anhand der Werte. Der Dagger ist Richtung Markierung. Achso, wir wollen den Dagger, ne? Ja. Ja, der ist am nächsten dran. Genau. Huch, du, Ruhe? Ich muss dir direkt schon widersprechen, weil ich habe für mich festgestellt, das Kampfmesser ist mega krass. Dadurch, dass es einfach unglaublich schwer ist, wenn du dann deinen Stagger richtig aufmotzt, kannst du die Leute so zusammenwalken. Ja, die Kampfgeschwindigkeit ist halt nice, ne? Ja, da kommt einfach keiner mehr hinterher. So, kann losgehen hier mit dem. Ein Müllsack. So, Ruhe jetzt hier im Karton. Ey! Scheißbaum. Ich werde gleich wieder besetzt. Ich muss mal hier zum Dagger gehen. Achso, mir jetzt einen anderen besessen. Das ist auch wieder einer, der gegen den Supporter geht. Hilfe, Jungs, ihr seid alle ganz weit weg und ich habe alle an den Händen. Wir sind beim Dagger. Also da, wo man sein Hilfe. Muss. Hilfe! Oh Gott, ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Warum bist du denn überhaupt da? Ja. Weil ihr euch allen Scheiß für mich interessiert habt. Deswegen. Nee, Digga, doch. Wir sind beim Dagger. Ich lieg hier im Klo und verblute. Ich lieg im Klo und verblute. Super gut. Auch der andere Ash ist auch sonst wo. Mois? Ja, okay, das können wir jetzt. Dich können wir da jetzt kaum holen, ne? Also mal gucken. Ah, er rettet mich gerade. Joa, gehen. Und ich lieg schon wieder. Natürlich. Ja, ja, aber Messer, stimmt das? Ist Ausnahme, die Pistole durch unterbrechen. Oh, jetzt bin ich besessen, das ist schlecht.
Gut, dass ich Fernkampf nicht gelevelt habe. Jetzt hängen wir alle hier an Ed, oder wie? Das Problem ist, genau, wenn ich jetzt hier nicht rauskomme aus der... So, ich bin tot. Oh, hey, ist Henrietta. Das ist natürlich eher schlecht. Ja, du merkst, dass das Spiel jetzt 2 Wochen raus ist, ne? Du hast entweder nur noch Vollanfänger oder Superprofis, die dich durch einen Fleischwolf jagen. Okay, der tanzt da hinten rum. Ich muss beim Dolch bleiben. Ja, wenn der Dolch fertig ist, werde ich ja wiederbelebt. Es wäre auch ganz cool, wenn der andere Ash sich hier mal herbequemen könnte. Weiß nicht, was der macht. Der macht wahrscheinlich die Seiten. Ja gut, wenn das andere Objective macht, ist okay. Ansonsten bin ich pissed. Ich glaube, das würden wir sehen. Dann würden oben auch, würde der auch blau werden. Ja, der Leader ist halt einfach weg. Der leadet irgendwo anders. Also der Fleischklopper ist ganz geil in dem Sinne, dass ich halt regelmäßig diese Stagger-Effekte bekomme. Und was ganz gut mit meinem Bild harmoniert, weil wenn ich die Todesanimation mache, dann kriege ich wieder ein Schild aufgeladen. Mhm. Sepal X sagt gerade, ansonsten die Rarität sehr wichtig. Ja gut, ja, das ist klar. Da muss man natürlich immer lieber die etwas entsprechend höhere Rarität nehmen, wenn verfügbar. Klar, wenn man sie findet. Aber es ist ja auch so, ich habe schon ganze Runden hintereinander weggespielt, wo ich nie auch nur eine Special-Waffe gefunden habe, sondern nur eine Waffe. Und dann dieses Spiel, was wir vorhin hatten, wo wir original innerhalb von 2 Minuten 7 lila Kisten gefunden haben. Ja. So, das wäre erledigt. Bist du wieder im Leben? Wiederbelebert, genau. Ich bin automatisch an so einem Altar wiedergekommen. Sehr gut. The survivors have begun to collect the lost pages of the Necronomicon. Ja, jetzt macht er das Necronomicon. Anscheinend kannst du nicht beide gleichzeitig machen. Ah, haben sie das gestoppt? Das war nämlich früher möglich. Okay, wo ist denn das? Da hinten. Hier, ich habe hier drin noch eine Kiste. Ah, okay. Mini Ashes. Ich komm mal her. Oh, das nervt. Ach, da drin ist so. Ich weiß, ein bisschen verwirrend hier mit der... Oh, hier ist noch eine Kiste. Architektur. Aus den Alt gedrückt und aus dem Spiel getappt. Lol, ich bin Max. Ich kann gar keine Dinger mehr aufsammeln. Ich bin jetzt in so einem komischen Menü drin, aus dem ich nicht rauskomme. Ja, geil. Ich bin in so einem Menü, aus dem ich nicht rauskomme. Escape? Nee. Du musst wahrscheinlich speichern. Speichern? Das hatte ich auch schon mal. Ja, S drücken, um zu speichern und dann kommst du erst wieder raus. S drücken, um zu speichern. Ich weiß nicht, welches Menü. Nein, ich bin in dem markier irgendwas mit, ich brauche ein Amulett-Menü. Ja, dann markier doch was. Nee, geht nicht. Kommst du nie wieder raus, gerade. Nee. Das hatte ich schon mal als, als Entity. Da waren alle meine Menüs weg. Ich konnte nichts mehr spawnen. Hier steht es X für Cancel. Da kann ich draufdrücken, so viel ich will. Passiert nichts. Der andere Dude ist gestorben. Es ist gut, dass er das alles alleine gemacht hat. Also ich komme aus dem Menü nicht raus. Shit. Mit was spielst du denn gerade? Controller? Sonst zieh dir mal ab, bitte, den Controller. Nee, ich spiele schon mit Maus und Keyboard. Also ich Controller kann, anschließend ich kann weiter häckseln. Nee, das ist nicht möglich, dass ich das schnell mal mache. Warte. Wir sind im Auto, du hättest eine Chance von ein paar Sekunden. Warte. B. Ja, das hat sich jetzt auch Controller geändert, aber das Menü geht nicht mehr weg. Das gibt's doch gar nicht. Doch, das ist total... Kommt hin und wieder mal vor. Fuck, okay, das heißt, wir spielen dann jetzt zu zweit. Nee, ich kann spielen, aber okay. Ich hab halt das Menü in der Fresse. Okay. Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr zuhauen. Okay. Weil er aus dem Spiel... Es ist irgendwie im Windows-Modus gelandet. Oh, leck mich. Dein Ernst? Ja, ich... Kein Plan. Wirklich nicht. Ich weiß nicht mal mehr, wo meine Maus ist. Ah, jetzt ist alles weg. Jetzt kann ich wieder spielen.
Okay, ich mach mal hier Aktivierung. Oh. Warum liege ich jetzt? Nichts hat mich getroffen. Weil der Dicke, doch, weil der Dicke hat dich umgelegt. Ich hasse es, dass man da rausgerissen wird, wenn dieser Schreckmoment kommt. Oh, jetzt bin ich verwandelt. Oh Gott, Jens. Ja, ich mach sehr viel Schaden. Das ist unsere eigene Schuld. Wir hatten eine richtig gute Runde. Damit haben wir jetzt eigentlich für heute verschissen. Also, wir haben jetzt kein Anrecht mehr auf Spaß. Wir hatten vorhin Spaß. Ist das so? Ja. Lebst du wieder? Ja. Okay, dann einmal heilen. Oh, ich hab schon Spaß. So ist jetzt nicht. Stomp. Ich bin halb tot, hab nichts mehr. Und da kommt Henrietta. Oh, hier ist Henrietta. Jetzt werde ich ihn gegessen. Auf ihn mal bitte. Ja, Mädel, das war wohl nichts. Oh, der fühlt sich, glaube ich, ganz wohl gerade. Und er hat wieder mich ausgeguckt. Klar. Wie gesagt, du bist quasi der Mage. Du musst als erstes raus. Du bist hohes Prioritätsziel. Ich werde übernommen. Ah, gotcha. Achtung. Gotcha. Danke. Oh, ich liebe meine Spezialfähigkeit. Einfach mal einen Heiltrank zwischendurch. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt bin ich komplett nutzlos. Was brauchst du denn? Ah, hier liegt was. Nee, reicht nicht. Schrotflintenammo. Schrotflintenammo? Was ist denn das? Ich kann es noch nicht auseinanderhalten. Ah, das ist nicht hilfreich. Ich finde das auch nicht gut gecodet, tatsächlich. Also color-coded. Ah ja, doch, ich hab einen Mund. Bei dir irgendwas angekommen? Irgendwas ist bei mir angekommen. Okay. Ich habe auf jeden Fall wieder ein paar Schuss über. Okay. So, da kommt ein Besessener. Wo bin ich da? Ja, ist gleich geschafft. Alles gut. Sehr gut. Ah gut, jetzt bin ich auch wieder dabei. Ich kann... Ja, den Speer brauche ich nicht. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Bin Max. Das ist echt ein bisschen absurd. Ich bin auch Max. Ja, nimm mal jemand den Speer. Ich versuche es. Ich kann ihn nicht markieren, weil der Pink F im Weg ist. Nimm doch einfach den Speer. Ich kann nicht. Pink F ist im Weg. Okay. Ja, die Dicken sind hier gleich nebenan. Oh. Aber vielleicht sollten wir uns einmal hier das Feuer gönnen. Ich brauche definitiv eine ganze Menge. Weil ich hab nämlich nix! Ich lieg gleich schon wieder. Ja. Kommt doch mal her. Leute, was macht ihr denn? Was findet da gerade statt? Weiß ich nicht, aber ich muss mal mich um mich kümmern gerade. Ah, es gibt eine Kiste da oben. Okay. Super. Das ist eine goldene Kiste. Und das ist nice. Ja, voller Pink F und eine Kettensäge, das nützt uns alles nichts. Oh. Die Kettensäge ist nice. Die will ich. Ja, die liegt da oben. Braucht ihr alle Heilung? Ich könnte mal eine Heilung schmeißen. Jetzt hat er. Okay, jetzt. Du Idiot, gib mir die Kettensäge. Ich bin der Nahkämpfer. Oh, wirklich? Cool, okay. So. So ein Spagway. So, wir sollten alle in dieselbe Richtung. Ash? Naja, ich renne jetzt zum Ziel. Wir haben hier ein Auto. Wir brauchen kein Auto. Warum rennen alle weg? Alright. Das ist hier direkt nebenan. Oh, ich brauche doch Healing und all so ein Scheiß, Leute. Nein, wir müssen jetzt machen. Du wirst kein Healing mehr bekommen hier. Du bist der Healer. Oh, weg, 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 weg.
Das war hart. Ja, jetzt werde ich übernommen. Schlecht. Entschuldigung. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, tut mir leid. Kein Schuss. Ja. Jetzt schieße ich auch noch. Oh Mann! Diese Stunlocks sind richtig scheiße. Hi, Church of Klausch. Also die Stunlocks sind echt scheiße. Du kannst weder weglaufen noch ausweichen. Oh, ich nehme die gerade alle auseinander. Oh. So, jetzt aber hier Schluss. Oh, ich bin tot. Ich muss wiederbelebt werden. Ja. So, ihr lasert da rum und Frunzberg denkt nach. Was machst du denn da, Kollege? Was denn? Der Leader Ash hat meine Seele und der eiert einfach in der Gegend rum und macht nichts. Jetzt legt er sich gerade mit. Ja, der läuft halt so ein bisschen unentschlossen rum. Jetzt hat er sich gerade mit Henriette angelegt. Aber er trägt halt nichts bei. Toll. Jetzt liegt er. Das ist hilfreich. Das ist ja bestimmt sehr. Eine sehr sichere Angelegenheit hier. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Schwierig, auf jeden Fall. Läuft weg. Du bist der Einzige, der noch was macht. An deiner Stelle würde ich auch flitzen gehen. Warum läuft er denn weg? Weiß ich nicht, der legt sich hier mit der Henriette an. Boah, der ist, aber dann haltet er dir, ist gut. Was soll er machen? Dann kann ich hier den Boss machen. Na gut, jetzt ist der Boss tot und er ist besessen. Er kommt das wieder. Ist so, das ist okay, das ist gut, wenn er besessen ist. Dann kümmert sich der Boss nämlich nicht um mich direkt. Ja, er rennt jetzt auf dich zu, er wird dich gleich anmalen. Ja, soll er doch. Der macht bei mir keinen Schaden mit dem Typen. Wieso liegt er jetzt? Wie hat er das geschafft? Er hat ihn entpossessed und dann lag er sofort. Wie macht er das? Oh, jetzt sind alle tot. Ist das eine Fähigkeit? Okay, das wird lustig. Komm, rette den Tag! Also die Henrietta kommt auf jeden Fall erst so in 60 Sekunden wieder. Ich freue mich. Nutz immer F, wenn du kannst. Oh, fuck. Und ausweichen. Da ist ein Besessener bei. Ja, du, das Ausweichen ist nicht, weil die spucken. Oh, ich komme hier nicht aus dem Stagger raus. Das war's, ey, das war's. Game over, man! Game over! Auch diese bescheuerte Übernahme immer. Nö. Nö. Alter. Warum? Das war fies. Der hat mich beim Heiltrank trinken unterbrochen. Jetzt spawnt er wieder. Ja, ja, ist okay. Ich wollte ihn Zeit kosten, verstehst du? Alter, ja, aber das hast du gut gemacht. Du hältst dich da echt gut. Da wird jetzt gleich wieder einen übernehmen und das Buch angreifen. Dann kommt er nicht auf das Necronomicon. Er reift das Buch. Wenn er nicht aufs Necronomicon einhaut, dann habe ich eine Chance. Boah, wie stabil sind die denn? Vor allem, wie viel... Was denn? Wieso kann der am laufenden Meter besessen? Ja, das ist halt die Frage. Gerade schafft das nicht. Ich muss nur in diese Stunlock... nette Animation. Ja, immer schön. Nur in diese Stunlock-Animation rein. Dann kann ich es eventuell schaffen. Ja. Sekunden. Komm, komm, komm. Komm, Digga, heil dich nochmal. Oh nein, das ist Henrietta. Das ist okay. Henrietta ist ganz gut, weil eigentlich... Wo ist denn das scheiß Necronomicon? Da. Das schaffe ich. Alter, du rettest hier gerade den Tag. Ja. Alter. 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 Ja. Alter, du bist so geil. Du bist so geil. Ich will ein Kind von dir. Wer ist der Mann? Diggen, ey. Was für eine geile Scheiße. Alleingang. Oh, wie göttlich war das denn? Das war nice. Das war richtig jetzt nice. Jetzt fühle ich mich ein bisschen episch. I choose to believe you've closed the portal. Hohoho. Na, der Dämonenspieler, der war jetzt auch echt nicht schlecht, ne? Also, nee, alles gut. Hat nicht schlecht gespielt. Alter, Player Level 14. Und die Sherry trotzdem noch. Trotzdem habe ich nicht am meisten Punkte, das finde ich jetzt mal frech. Der Get, der Ed. Oh, schnell mal in die Collection, schnell mal leveln, die Frau. Knaller, Mann, das macht aber Spaß heute.
Gewinnen macht Spaß. Ja, Gewinnen macht immer Spaß. So, das stimmt. Hä, warum hat denn jetzt ein Charakter gelevelt, den ich gar nicht gespielt habe? Das ist strange. Das ist wirklich strange. Ah ne, warte, ich habe mich einfach nur verguckt. Okay, ich habe gelogen, ich habe gelogen. Das wäre wirklich seltsam gewesen. Two more points on the skill tree. More health restore oder? More health restore oder mehr balance bar damage, So, Headshot Damage mal kurz hochgesetzt. Wuhu! Hast du gelevelt? Ja, ich. Also, nee, dein Charakterlevel habe ich jetzt nicht gelevelt, aber ich habe mein. Also, mein Spielerlevel habe ich nicht gelevelt, mein Charakter habe ich einmal Punkte gegeben. So. Ja, hast du die jetzt gerade schon ausgegeben? Das war die Frage. Ja, genau, das habe ich getan. Direkt mal ins nächste Spiel rein heute hier. Das war jetzt komplizierter formuliert, als es hätte sein müssen. Ich werde aber tatsächlich kurz einmal ein Getränk besorgen für 2 Sekunden. Okay, muss ich unterhalten. Und du musst die Meute entertainen, genau. Ah. Are you not entertained? Wir können ja mal reingucken hier bei der Schirille. Das Gefühl, ich habe mich jetzt schon verskillt, aber... Heute läuft bei uns nicht. Wir hatten auch 3 richtig beschissene Spiele dabei. Das kannst du mal glauben. In welche Richtung kann man dann gehen? Ich möchte hier schon Increased Damage mal in die reinkriegen und vor allen Dingen das hier, die Damage Reduction. Die hätte ich halt wahnsinnig gern. Und die Melee bleibt ein Damage hoch. Und das hier. Duration Timer für Objectives Events. Aber was da an Punkten reingeht. Increases Length of Shield Bars. Ich krieg ja sowieso nie Amulette, also level ich das auch nicht. Incoming Damage is reduced. Mhm. Zum Health. Das ist schon, also ich muss das hier auf jeden Fall. Diese Reihe hier. So, ich muss mal kurz hier den. Kollegin mal muten. So. Lalala. Gut. Macht Spaß zuzusehen. Dankeschön. Ja, wir sind immer euphorisch, wenn es klappt. Dann sind wir immer on top of the world. Wenn es nicht klappt, dann... Nur am Nörgeln. Kann man denn jemand muten? Da, Client muten. Dann kann ich doch wieder rein. So. Ja, läuft. So langsam kommen wir auch an hier. Es schnallt auch vielleicht langsam mal Deutschland, dass es noch eine Alternative zu DBD gibt. Das geht ja immer super langsam. Wir waren ja bei DBD damals schon mit die Ersten in Deutschland. Und haben uns immer alle gesagt, dieses Spiel, das ist total doof, verstehe ich nicht. Und dann haben uns später nachher alle überholt. Aber wir waren mit die Ersten. Und jetzt mit Evil Dead hier... habe ich auch das Gefühl, dass es nicht so wahnsinnig viele deutsche Streamer gibt. Und die ersten 6 Streams haben wir hier irgendwie zu dritt verbracht. Und jetzt langsam wird's. Ist denn irgendjemand von euch schon so weit, dass er sagt, oh, das ist aber so ein cooles Spiel, das würde ich mir jetzt auch gerne zulegen? Wir wollen das natürlich hier advozieren.
möchten noch mehr Spieler. Wir möchten mehr Fleisch im Grinder. So, gucken. Ich schau mal kurz im Hintergrund hier, Discord etc., ob da mittlerweile mal was passiert ist. Zuckerblümchen überlegt noch. Ich sag mal Blümchen. Blümchen, ne? Das soll so verschliffen. Blümche. Wie das Blümche. Gesprochen werden. So, ist klar. Und wie ist bei Twitter? Da ist der automatisierte. Ne, nicht der automatisierte. Ne, Tolle, ich höre dich nicht. Ich habe dich nämlich gemutet. Warte, ich entmute dich. Hörst du mich jetzt? Ja, das ist ja richtig hilfreich. Nee, das war ganz nett von mir, weil mit dem tollen neuen Mikro hört man alles, was in deiner Wohnung so erzählt wird. Solltest du dran denken, wenn du das nächste Mal vom Tisch aufstehst. Das ist lustig, weil das war vier Räume weit weg. Ja, aber ich habe ja diese automatische Lautstärkeanpassung. Dann dreht er halt die Sensibilität halt einfach hoch. Ah, okay. So, ich lade dich mal ein. Kann ich mich eigentlich muten hier? Ja. Kann ich. Ich musste mich gerade mit meiner Freundin um die Flips prügeln. Es klingt, als hättest du verloren. Ich habe auf jeden Fall verloren. Was hast du jetzt stattdessen? Wieder nur Bier? Nee, ich musste auf Mitleid setzen. Ich bin ja gerade an Krücken gebunden. Das senkt meine Kampfkraft auf jeden Fall massiv. Das stimmt. Und da hatte sie sich natürlich diesen Vorteil genutzt, um die Flips zu sichern. Und dein Klonsklave bzw. Biergolem steht ja auch nicht zur Verfügung gerade. Genau, die schläft nämlich schon. Ja. Good, bad. I'm the guy with the evil. Oder soll ich mal den guten Henry nehmen? Oh, mein Charakter ist weg. Blöd. Ich kann auch nicht selecten. Ich darf nicht selecten. Hm? Ich hab unselect. Ja, ich kann den Henry auch nicht nehmen, weil den hat der Henry. Dann kannst du jetzt selecten? Ja. Ich hatte aus Versehen schon was ausgewählt. Tja, was mache ich denn jetzt? Bin ich so ein bisschen aufgeschmissen? Ja. Ich nehme mal einen Hunter. Hunter ist, glaube ich, gut. Ja, wenn man ihn spielen kann. Ja, du kannst doch besser zielen als ich. Bisschen, ja. Das stimmt. So, ich kann jetzt mal das Mikro irgendwie so ein bisschen aus dem Weg ruckeln. Na, kam denn da noch Werbung? Während des Spiels? Ja, genau, gute Frage. Ein anderer als eine Henrietta. Yay, Eligos. I am now certain that my recitation of the Necronomicon's passages has resurrected a Kandarian demon. I cannot rectify my error, but execution of the following instructions may. Also der Professor Nobi ist schon Depp, oder? Was ist mit dem? Ich habe mir das überhaupt nicht durchgelesen, was da so bei ihm abgeht. Du kennst doch die Filme. Der Nobi ist doch der, der, wenn du dir das freigespielte Reel anhörst, dann sagt er, wir haben ein Buch gefunden und in dem Buch steht drin, wenn man hier raus vorliest, dann werden Dämonen besessen. Ja. Die Übersetzung der Zeilen lautet. Also ernsthaft. Okay. Nicht so schlau. Nicht so schlau. Ich gehe mal zu euch. Ist da irgendwas drin im Haus? Crossbow. Amulett. Mit Henry? Aber keine Kiste oder was? Also es hat niemand irgendwas markiert. Ich gehe mal nach oben. Wo müssen wir denn hin? Schon blauer Crossbow. Schon mal besser als nix. Ja. Da. Müssen wir hin. Wo müssen wir denn? Jake's Gas and Go? Ja, habe ich markiert. Also ich habe immer noch keine Nahkampfwaffe. Das würde ich gerne nochmal ändern. Ja, ein bisschen looten können wir ja noch hier. Ah, jetzt habe ich einen Knüppel. Ein Baser, wie Sepal X vorhin sagte. Ah, Baser, Baseball, Schläger. Mhm. Verstehe. Nö, keine Werbung gekommen. Ja, dünn. Dünn.
bin ich enttäuscht. Muss ja Affiliate werden, damit ich endlich Werbung schalten kann, ne? Okay, ich würde jetzt mal Richtung Markierung gehen. So langsam. Mach das doch. Wer hält dich auf hier? Na, ich wollte ja nur darüber informieren, nicht, dass wir nachher wieder alle getrennt sind. Hier ist eine Kiste mit Pink F, die Henry hier aufgemacht hat. Okay. A beacon in the darkness. Markiert ihr die auch mal? Aber ist auch eh egal, wir kommen da nicht mehr hin. So, Jagdgewehr. Besser als... So, wo müssen wir hin? Gas and go? Da hinten. Balanceleiste. Das, was du markiert hast, ne? Ja, genau. Ja, das ist auch von Mission 4, das Objective, Gas and Gold. Da musst du Ash finden. Die 4 ist richtig nervig, die hat kein Time Limit, aber die ist ewig lang. Du wirst von Arsch zu Arsch geschickt und Schleichmissionen, ey. Schleichmissionen? Ja. Ich hasse Schleichmissionen. Mit Pablo. Ich hasse Schleichmissionen so sehr. Voll super nerv. Also der Henry, den lassen wir gerade zurück, ne? Möchte ich kurz darauf hinweisen. Der kommt nicht hinterher. Oh, als Hunter macht mir ja gar keinen Damage. Nee, du machst dafür ewig viel Damage mit dem... mit einer Schusswaffe. Ja. Ja. Mag sein. Ich nehme das Schwert. Ich mag das Schwert so gerne. Obwohl, das Schwert ist ja eher so für Henri, ne? Hier wurde auch eine Kiste geöffnet, die nicht markiert wurde. Ich habe sie markiert. Hä, war die nicht markiert? Ich habe die markiert gehabt gerade. Weiß ich nicht. Boah. Ich muss gleich mal Pink F. Mal kurz. Den Boomstick. Also manchmal ärgert es mich ja ein bisschen, dass man hier nicht springen kann in diesem Spiel. Es gibt so Erhebungen. Ja. Die so... Einfach mal so, wo man so einfach so hochkraxeln könnte. Nee, aber nee, das gefährdet dein Knöchel. Das darfst du nicht. Aber nö. Das geht nicht. Haben wir einen Nahkämpfer bei uns in der Truppe? Nö, das ist Henry und der ist am Arsch der Heide. Okay, dann nehme ich das Axtding hier. Oh, die Entity ist hier. Die Entity ist hier. Jetzt schon? Ja. Fuck. Das ist natürlich schlecht. Oh. Oh, ich habe hier einen Dicken am Arsch. Oh, oh. Oh nein. Oh, ich stecke in der Ecke. Ich komme nicht mehr raus. Cool, ich werde hier totgeprügelt. Hilfe. Ich komm doch, ich komm. Ich bin gleich tot. Ich bin in Animationen gefangen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Das war bitter. Da habe ich einfach im Baum drin gesteckt. Ja, übel. Oh, die explodieren. Stimmt. Ich bin besessen. Achtung. Hab dich. Danke. Okay, ich werde mal in die Gas Station reingucken, ob ich da irgendwas finde, was mir bei der Heilung hilft. Ich komm mit, ich bin nämlich auch schon ganz schön angefickt hier. Okay, ist offensichtlich alles geplündert worden. Ich nehme den Boomstick. Oder? Nee, die Armbrust ist deutlich besser. Ja, ohne Heilung. Oh, Leute. Oh, jetzt ist er schon wieder besessen. Och, Mann. Ah. Ich brauche wirklich Lebensenergie. Okay, bleib hier. Ich heile. Komm her. Oh ja, gut. Danke. Und ich brauche auch Munition. Ich finde einfach keine Munition. Oh, Leute. Hunter ist nicht meins. Spaß aus. Hey! Nerv! Was brauchst du für Moon? Langwaffen. Na, ich guck mal. Wie werf ich die einfach raus oder? Achtung. Ja. Einfach flicken. Liegt auf dem Boden. Ja, danke. So. Die Entities um uns rum, hörst du's? Ja.
Die hat's auf uns abgesehen, oh shit. Ja, ich frag mich auch, wo die anderen alle sind. Ja, die suchen halt den Scheiß. Müssen wir da vielleicht mal hin. Aber das muss doch, wir suchen, brauchen doch hier die Map. In dieser Gegend, was soll denn das? Wo sind die, warum sind ja, die nicht hier? Folgt mir mal. Du siehst auf der Karte, siehst du den Umriss der Area. Du musst um die ganze Area, das kann überall sein. Ja, aber es ist doch immer in einem Gebäude drin. Nein, ja, es kann sein, aber es ist... Guck mal, hier sind manchmal auch Gebäude, die nicht eingezeichnet sind und so eine Geschichte. Also einfach gucken. Ich verstehe halt nur nicht, warum die Truppe schon wieder nicht in der Area ist. Aber jetzt cool, da haben sie sich ein Auto geschnappt. Ist doch auch hilfreich. Ich muss gleich mal... Feuer machen. Nee, ich bin verwandelt worden, bevor ich Feuer machen konnte. Cool. Achtung, ich schieße auf dich. Er verballert jetzt meine Munition. Das ist auch nervig als Hunter. Wenn er dich übernimmt, dann macht er einfach deine Muni alle. Würde ich auch. Ja klar würdest du das auch. Es ist halt nur einfach blöd, dass das geht. Your team has located the first piece of the map. A solid first step. So. Fantastisch. Alles klar. Ah, da ist eine Kiste. Ah, guck mal, mittlerweile ist dann auch der Kollege Henry hier. Hier ist eine lila Axt. Oh, die hätte ich schon gern. Du? Als Support? Nein. Ja, doch. Ich hätte sie schon gern. Was tut eigentlich meine aktive Fähigkeit? Tja, hättest du die mal gelesen. Ja. Nein, die Armbrust ist schon deutlich besser. Verdammt. Du hast halt einen Einschüsser. Ich hasse Einschüsser. Ah, der will mich übernehmen. Aber hier sitzt jemand im Auto vorm Haus. Sollten wir mal mitfahren? Ja, ich komme. Wo? Ah, da. Karre. Let's go! Action Team, endlich vereint! Die Party ist zusammen! Ja. Aber der ist jetzt schon Level 9, wir haben erst ein Kartenstück. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Harry's Haus. Okay. Hat das irgendjemand markiert? Ja. Ja, cool. Das wird bitter auf jeden Fall. Oh, ich kann mal meinen Dings ausgeben. So. Echt jetzt? Steig mal aus da! Wer bleibt denn einfach sitzen? Ich musste kurz mal was regeln. Und hatte keine Lust, auf die Fresse zu kriegen während der Zeit. War nicht so irgendwie safer. Ich verstehe das nicht, warum du keine Lust hast, auf die Fresse zu kriegen. Ich brauche Muni. Man findet immer nur diese scheiß Muni. Oh, da ist ein Possessor. Der hat keinen Kopf mehr. Ja, witzig. Lol. Witzig, der hat keinen Kopf. Hier ist dieses Mansion, da gibt es immer richtig... Nee, Mansion ist es nicht, aber hier gibt es bestimmt coole Sachen. Und hier ist wieder Pink F. Ja. Machete. Hier ist ein Schild. Ich nehme die Hunting Rifle. Ja, mach das so. Komm mal hier irgendwie nach oben. Ja, hier ist eine Treppe. Aber hier oben ist nichts. Wenn da langen Waffenmunition rumliegt, brauche ich die. Nein. Oh Mann, ey. Ja, als Hunter ist man da echt durchgenudelt. Ja, aber hallo. Das hatte ich letztens auch gemerkt mit der Amanda. Also. Oh, ist er wieder da? Vorschlag mal. Die Entity ist wieder hier. Move.
Hier liegt eine Kettensäge. Ja, hier. Was es gibt. Reicht das schon? Oh nein. Oh, endlich. Endlich meine erste Schemskohle. Longgun-Ammo eingesammelt, willst du? Nehme ich auf jeden Fall gerne. Ah, Hilfe! Wo bist denn du? Bin gerade oben im ersten Stock. Ja, du bist ein bisschen beschäftigt, sehe ich. Komm runter. Achtung. Ja. Das ist es, ne? Ja. Ja. Alrighty. Super, vielen Dank. Mega gut. Gerni. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hast du... Oh, hier ist noch Ping F. Wo? Hier oben. Oben? Markiert gerade. Ich hasse das, wenn Leute den Scheiß nicht markieren. Ja, das ist echt an sich. So, 4 Health, Health, 4. So, jetzt müssen wir uns mal um die Objectives kümmern. Ah! Wir können jetzt zum zur Schrift. Okay, dann machen wir das. Wir haben den an der Hacken gerade, ne? Der, genau, da ist er, der hinter uns durch den Zaun durch. Der ist der Henry, ist auch auf dem Weg. Your team has awakened the lost pages. Der hat schon losgelegt. Striking terror into the black heart of evil. Er ist halt ein geiler Typ. Expect resistance. Ich gehe vorher. Das Geile an einem Hunter ist zumindest, dass man viel Ausdauer hat. Und der macht richtig krass Wummschaden. Ja. Man muss auch, wenn man Munition hat, treffen kann, dann auf jeden Fall. Ja, da bin ich ja nicht ganz so gut drin. Ich werde hier geröstet. Achso, das ist der Oberbösewicht. Cool. Schön. Ja, jetzt hat er mich auf den Kicker. Och man, nee, ich will nicht. Mich auf den Hunter. Nein, ich will das nicht. Geh weg. Digga. Kann überhaupt keinen klaren Schuss machen, weil er mich fokust. Wo ist der Typ überhaupt? Nee, jetzt so nix. So, ich werde hier gleich mal einen Gruppenheal reinschmeißen. Ja, mach das irgendwie da, wo... So, erledige ich den Typen. Ja, ich bin nicht sehr nützlich, glaube ich. Ich glaube, das läuft gerade ganz gut. Ja. An Hunter muss ich mich auf jeden Fall erstmal gewöhnen. Au! Ach. Dunlock. So, geschafft. Hast du noch eine Heilung vielleicht? Nee, gerade nicht. Okay. Gut, dann weiter zum Dolch. Ach, schade. Nee, ich will nicht fahren. Kann jemand anders machen. Oh, Mann. Du musst nicht auf die andere Seite, ne? Das ist wirklich die Reihenfolge. Wer? Bist du drin? Nein. Jetzt. Das ist nur die Reihenfolge, in der du ins Auto steigst. Ach so. First one drives. Wusste ich nicht. Da war eine Truhe, aber ist mir egal. Ah. Und ihr so? Kachel. Oh, was ist das denn hier für eine... Scheiße. Wer baut denn sowas? Wer fährt denn so scheiße? Ja, was kann ich denn dafür, wenn hier mittendrin...
Einfach so einen Fußweg reinbasteln. Ich sehe hier nirgendwo eine Straße, Alter. Wer braucht denn Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen, Marty! Niemand braucht Straßen. Zombie-Welt, Doc? Boing. Kacke. Schön. Aua. Hey. Besessen. Ja, da... Hast du gesehen, wie er das Ding umgekachelt hat? Nee, okay, schade. Er hat es schön gegen den Baum gesetzt. Aber das hat ihm gar nichts genützt. Also es kostet ihn nur massiv Energie. Ja, es kostet ihn richtig viel. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Dämonenspieler das immer hinkriegen. Ich habe ständigen Mangel. Ja, ich auch. Ach, hier sind wir. Nicey. Hier sind einige Truhen. Ich glaube, ich nehme mal die Pistole. Aua. Guck mal, was passiert. Tut doch weh. Collection of the Kandarian dagger has begun. This represents a grave threat to the evil dead. Be prepared to do battle. Ja, ich brauche irgendwie Pink F und Amulette. In erster Linie mal. Hier ist auch noch eine. Hier ist noch eine Kiste, aber ich glaube, wir sind mittlerweile alle gemaxed. Kann das sein? Ja. Oh, Chef. Boah, die Pistole ist ja richtig mies. Au! Okay, ich hole mir auf jeden Fall wieder die Langwaffe zurück, wenn ich da noch liegt. Voll nervig. Auf jeden Fall. Oh, ich bin besessen. Hau mal drauf hier. Danke. Warum seid ihr alle nicht im Kreis? Und ich bin der Einzige, der im Kreis ist? Ich habe euch gerade geheilt. Das wird langsamer dann, ne? Dankbarkeit zeigen. Wäre super. Ich bin besessen. Oh shit. Klassenkeile. Ja, jetzt bin ich umgebracht worden. Hilfe! Hilfe! Ja! Nicht alle. Kannst du kommen? Da sind doch jetzt genug Leute. Nein, der eine war ja besessen. Sehr geil, ne? Oi, oi, oi. Was übrigens auch nervig ist, in den Nahkampf kann man nicht richtig gut reinschießen. Nee. Weil Spieler soaken. Ja. Also es gibt kein Friendly Fire und sie beschweren sich, wenn du sie triffst, aber. Ja. Hey! Halt aber still. Wir haben es trotzdem gleich geschafft. Was ist das für eine Nahkampfwaffe? Silberne Lampe, eine Elite Lampe. Na, die brauche ich nicht. Nimm ich sie. The Lost Pages and Kandarian Dagger are in your possession. Nee. Er hat eine andere fallen lassen, also nimm die auf. Banish the dark ones back to the deadlands. Also ich bin gemaxed. Ich auch, aber mir geht's überhaupt nicht gut. Pink F, voll nutzlos. Oh. Hm? Bin gleich tot. Wo bist du denn? Bin hier bei der Truhe, da waren solche kleinen Iffel drin. Ich finde das so mega, mega ätzend. Achtung, ich heile. Mega ätzend, dass man diese ganzen Ashes einfach nicht auseinanderhalten kann. Warum hält er sich jetzt mit so einem Scheiß auf? Naja, okay.
Meine Munition! Mann! Oh, jetzt er will mich haben, er will mich haben. Jetzt hat er mich. Er hat mich, Achtung, ich hau dir gleich. Ja, ist dann halt so. Die anderen. Oh Mann, Leute. Aber er hat gleich keine Infernal Energy mehr. Hier sind Kisten ohne Ende. Ja, es ist aber egal. Außer ihr habt noch Shams Cola und Amulette. Ein goldenes Jagdmesser. War in der grauen Kiste. Ja, das ist natürlich mega. What? Nimmst du es mit oder nicht? Ja, yeah, hab ich mitgenommen. Gut, wollen wir dann mal weiter? Wir sind ja. Oh, jetzt bin ich schon wieder übernommen. Ja, Mann. Oh Mann, ey, wir müssen. Und ich habe wieder keine Muni! Das heißt, du machst mich. Lauf jetzt einfach weg. Lauf weg, lauf weg. Okay. Ich muss dringend mal jetzt zu so einem Feuerdings. Ja, Dito, jetzt werde ich nämlich gleich wieder. Die rennen jetzt natürlich schon direkt im Mang. Ja. Volle Möhre. Ist dann so, ja, wir müssen auch weiter, sonst wenn wir uns hier aufhalten lassen, dann verlieren wir. Ich brauche Amulette. Dieses ganze Pink F ist so nutzlos. Und das ist komplett nutzlos. Wer schießt denn da auf mich? Achso, weil einer bei Satt genommen wurde oder was? Der Ash. Oh, Leute. Jetzt bin ich übernommen. Ja, cool. Oh. Ah, das ist nur Environment, das bringt gar nichts. Ich muss mal kurz ins Licht. Mach das. So. Ihr seid ja schon am Rocken, ja? Oh, ich hab den Bösewicht hier. Oh, den Obermagger. Ja, genau. Help. Der hat mich. Oh Mann. Cover me while I reload. Boah, dieses Scheißgewehr ist so nervig. Na, jetzt liege ich hier und bin tot. Am Verbluten. Ah, ungünstig. Ich brauche hier Hilfe. Zu spät. Wieso bin ich denn jetzt so schnell verblutet? Weiß ich auch nicht. Das ging ja super schnell. Hä? So, wo kann ich dich denn wiederbeleben? Ich bin. Ja, meine Seele muss erstmal aufgesammelt werden. Hab ich doch. Nein? Rette meine Seele steht hier noch. Aber egal, kümmere dich mal um den Boss, ey. Ganz im Ernst. Das kannst du jetzt nicht machen zum Altarrennen, das ist Quatsch. Oh, ich bin gleich tot. Mach den Boss. Hau noch Schaden rein. Jetzt werde ich besessen. Ja, das ist okay. Wenn er dich besetzt, dann ist ehrlich gesagt die geringste Gefahr. Ja, ich mache wenig Schaden. Das soll er mal ruhig machen. Wenn du einfach mal null Lebenspunkte hast. Hast du eine Heilung noch? Ja. Aber ups. Ich konnte sie nicht mehr nehmen. Das war zu spät. Das wird jetzt knapp. Und jetzt versuchen wir euch beide zu retten. Das ist natürlich auch nicht so hilfreich. Ah, klappt ja. Nope.
auf den Boss, wenn du kannst. Ja. Na, hast du noch eine Heilung für den Ash? Gleich. Der ist nämlich richtig im Arsch. 15 Sekunden. Bleib beim Ash. Ja, er hatte noch. Okay, nice. Das könnte noch klappen. Ah, das sieht gut aus. Aber auf jeden Fall schon mal nichts verloren, also nicht komplett nutzlos. Geil, wie ich den einfach weggekickt habe vom Necronomicon. Ja, eine Minute ist schaffbar. Ja, wenn du nicht so rumstehst, schon. Au! Ich bin, nutzlos und schieb als Geist durch die Gegend. Ja, und sabbelst Blödsinn. Ich könnte dich heilen, aber das... Na, 14. Nein, auf keinen Fall. Ihr macht das jetzt da schön mal zu Ende. Achtung, du bist gleich tot. Ja, ich weiß. Aber wir schaffen das. Wenn du dich irgendwie heilen könntest... Geht nicht. Ich muss einfach zusehen, dass ich jetzt mit Invincibility... Ja. ...mich am Leben halte. Frames. Ah! Ja, da bin ich in die Explosion gedingst. Aber das wird was. 12 Sekunden, ja. Das wird was. Alter, wir sind heute richtig flauschig. Wir sind voll gut. Knüppel. Und den sogar noch platt gemacht. Die Sekunde vorher. Weggeknüppelt. Spratz. Voll Boy. Ich habe mich voll nützlich gefühlt. Mm. You have defeated the forces of evil. I will end this recording. Ja, ich war nicht so ganz so nützlich. Ah, Herrgott. Finishers habe ich auf jeden Fall am meisten Healing given. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Oh. Spielerlevel, nice. Ach, da sieht man auch, wie das immer aufgeschlüsselt wird, woher man die XP kriegt. Mhm, genau. Ich habe auch ein Spielerlevel, also ein Charakterlevel gekriegt. Puh. Ja, der Charakter ist jetzt auch aufgestiegen. Ich habe jetzt schon Level 9. Ab 10 kriege ich was dazu, und zwar... Drinking a Champs Cola partially reduces your fear and the fear of nearby teammates. Und dann geht das los. Mm. Oh, da muss ich aber richtig Punkte reinpumpen hier. Ist ja voll doof. Nein, ich komme nicht auf die 10. Mist. Ja. Ich glaube, für ein Spielchen hätte ich noch. Ja? Okay. Ich muss ja wieder um 5 aufstehen heute. Oha, das wird hart. Nee, dann mach gern. Gut. 25 ist Max-Level für normale Charaktere. Sie. Krass, für einen Dämon ist es ja irgendwie 45, ne? Ja. Ist ganz schön wack. Ja, der muss auch mehr wuppen, ne? Der hat auch ein viel größeres Web und sehr viel mehr Auswahl, weil hier ist es bei den Survivern ist es so, jede Klasse hat seinen Tree und bei den Dämonen, die teilen sich alle ein. Ja? Sind die immer gleich? Ja.
Nee. Bei den Klassen sind sie gleich und bei den Dämonen sind sie auch gleich. Aber Nekromant ist doch nicht so gleich wie eine Henrietta. Okay, vielleicht lüge ich. Muss ich nochmal rein. Nee, ich glaube, das ist unterschiedlich. Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich bei Henrietta zum Beispiel Schaden für Kotze steigern konnte. Und die haben die anderen ja gar nicht. Stimmt, ja. Hatte ich falsch abgespeichert. War euch schon ewig keinen Dämon mehr gespielt. Alles gut. So langsam werde ich auch warm hier mit meinem Supporter. Oder soll ich mal... Pass mal auf, ja, so. Ich mach mal. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt eine Supporterin. This thing took my parents. Also wir haben auf jeden Fall zwei Supporter. Ich hab doch den... So. Okay. Ich finde es immer ein bisschen unklar, ob man was selected hat oder nicht. So, dann können wir ja mal den neuen Henry ausprobieren. Der sollte nicht mehr so hart austeilen, aber dafür besser einstecken. Also mehr tanky. Ja. Ja, so baue ich meinen Ash auch. Das hat uns ja auch richtig in den Arsch gerettet, auf jeden Fall, dem vorletzten Match da. Direkt hier am Menschen. Da sollten wir paar gute Sachen finden. But I believe I can stop it. Follow these instructions. Search nearby for pieces of my map. It contains the location of the item required to banish the demon. Schon eine Double Barrel. Die taugt nix, aber besser als nix. Klar. Hier im Haus liegt auch meistens schon ein Schwert rum. Also wenn ihr da eins findet, dann... Ha, da ist es. Haben wir einen Hunter dabei? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Das heißt, wir müssen nicht darauf achten, dass wir jemandem Munition überlassen. Das würde ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe nicht drauf geachtet. Es kann durchaus sein, dass ein Hunter dabei ist. Naja, die Kelly ist, glaube ich, kein Hunter. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich bin mir relativ sicher, dass die Kelly ein Hunter ist. So, ich glaube, besser wird's hier nicht. Nee, das stimmt. So, wo müssen wir hin? Gucken wir nach. Terminal... Endbahnhof. Station. Endbahnhof. Nein, Terminal Station. Da. Ja. Endbahnhof halt. Ich hab hier irgendwo ein Auto gesehen. Nein. Du fährst jetzt nicht mit dem blöden Auto. Ach, ihr seid also solche Memmen. Ja, das ist da einfach eine dumme Idee. Das ist einfach nicht gut in dem Level jetzt schon im Auto zu fahren. Entities hier. Ja? Ja. Ich gehe zum Endbahnhof. Dann kannst du jetzt auch mit dem Auto fahren. Wir haben noch nicht mal ein Kartenteil erwischt. Das wird schwierig werden. Ja. Der wird uns jetzt nicht mehr in Ruhe lassen. Das ist wahrscheinlich so ein Possession- und Harassment-Bild. Na, er hat uns aber auch erstaunlich schnell gefunden. Also das ist jetzt auch... Er weiß, was er tut, leider. Ja, er hat hier schon einen Besessenen, der macht hier gerade... Der hat mich schon ganz schön platt geklopft gerade. Ja? Oh Mann. Fuck. Und ihr lasst mich gerade allein mit ihm. Nur so. Was? Nee. Doch. Ich bring ihn mal mit. Der ist hier, glaube ich, schon mit dem Eligos unterwegs. Mit dem Boss. Das ist toll. Der hat jetzt schon den Boss, der ist Level 4, wie kann er den Boss haben? Ja, oder da hat er eine Elite. Ich habe nur die Blitze hier spatzeln sehen. Ich glaube, das haben die Elite auch, ne? Ja. Hier oben ist auch eine... Ich habe ihn schon wieder am Hals hier.
Kommst du klar oder nicht? Ja, geht schon, aber der macht halt einen Mörderdruck. Ja, klar. Okay, wir müssen jetzt schnell diese Kartenteile finden. Ja, die anderen sind auch schon unterwegs, dann komm mal mit. Ich hab's. The first piece of the map has been found. Ah, super. Continue and find the next. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Waffe. Ich brauche mal eine gute Nahkampfwaffe. Und ich habe das gerade noch glitzern sehen hier, ey. Shit, jetzt bin ich ja schon wieder runtergefallen. Ah, endlich mal eine Schems-Cola. Hat irgendjemand schon mal das neue Ziel auf der Karte eingetragen? Nein. Mach mal. Mach mal. Da. Hab's eingetragen. Ist eingetragen? Okay. Ja. Der grüne Marke. Okay, dann. Let's go. Na, jetzt könnten wir auch Auto fahren, ey. Ja, können wir auch. Der haut uns ganz schön auf den Sack und ich habe gleich definitiv schon wieder, Auto. Ich bin gleich schon volle Möhre Angst. Ich muss mich mal kurz hier ins Licht stellen. Geht mal weg von mir. Ach nee, der Ash hat mich gerade meine Angst genommen. Der Support Ash kann ja Angst nehmen, glaube ich. Ja. Gutes Team, gefällt mir. Splat. Alle arbeiten sich an einem ab, finde ich voll gut. Ja, was ist die Markierung da hinten? Wo man zu Fuß dann? Ja, gut, okay. Was soll's. Eigentlich hätten wir mein Auto nehmen müssen. Wir sind ein bisschen aufgeteilt gerade. Nicht so gut. Oh, ich hab hier Ärger. Wer bist denn du überhaupt? Wer ich bin? Achso, du bist ja Henry, ne? Echt mal. Oh, der will mich. Ich brauch Licht. Der will dich nicht. Doch, er hat mich. Ja, dann laufe ich halt vor dir weg. Ja, lauf mal weg, das verschwendet richtig schön Energie gerade. Und jetzt schießt er auf mich. Mit einer Armbrust. Nein, mit einer Schrotflinte. Achso. Klang wie eine Armbrust. Bist du wieder frei? Ja, bin wieder da. Eine Schemps-Cola heilt alle Wunden. Du weißt, woher das Wort Champ kommt, ne? Nee. Von Sam Raimi. Ach ja, hier sind auch noch die Dark Ones. Die Old Ones. Sam Raimi, was? Sam Raimi, der Evil Dead Mensch. Wir haben für Stand-ins haben sie immer das Wort Champ verwendet. Und ganz oft in seinen Filmen taucht das irgendwie auf. Bei Darkman okay. Gibt es einen Bruce Campbell Cameo, da heißt er dann, da steht da drin mit Final Champ und so eine Geschichte. Okay. Lustig. Gut, haben wir das Kartenteil. Oh, da hinten ist eine Epic-Schrotflinte, die will ich haben. Die habe ich markiert für den Heini da. Ach, jetzt hat er den besessen, ey, meine Güte. Nein, nicht besessen. Zu dem. Komm mir die Kettensäge. Das klingt wie eine Drohung. Warum ockern wir hier die ganze Zeit um die Old Ones rum? Tun wir nicht. Ach, das ist nur eine normale Kettensäge. Oh. Warum sieht denn die so gelb aus? Weiß ich nicht, aber ich habe schon dreimal von denen auf die Fresse gekriegt. Jetzt können wir dann. Hat jemand jetzt mal die lila Waffe da mitgenommen? Nein! Why? Weil du mir verboten hast, sie mitzunehmen.
Jetzt hol ich sie mir, jetzt reicht's mir. Nein. Gut. Eine. Aber es liegt eine blaue da jetzt rum, also die kannst du gerne nehmen. Ja, ich nehme vor allem mal das Pink F mit. So, die. Wo müssen wir hin? Ich weiß es auch nicht mehr. Doll Factory. Es nervt mich, dass wir die ganze Zeit um die Old Ones rumstehen. Ja, zu Recht. So, hat ihm das mal jemand markiert, diese Doll Factory? Da ist sie. Ich mach das mal. Wenn das keiner von euch macht. Puppenfabrik, okay. Grün. Lass doch mal ein Auto nehmen. Ich muss immer meinen eigenen Marker suchen. Warum kämpft denn hier? Ja, hier ist nichts mit Auto. Der Dämon ist jetzt Level 9. Geht eigentlich noch. Und Alex Pie ist besessen. Und die Kelly läuft alleine durch die Gegend. Kommt ihr mal hinterher? Wäre das ich möglich? Bin mit dem Auto am ersten dran. Oh, oh. Ich werde gleich besessen. Der Dämon ist bei mir. Der Dämon ist bei mir. Die Karte. The heroic survivors have gathered the final piece of the map. Make haste to the lost page. Okay, wo wollen wir hin? Nomicon and Kandarian Dagger. Dagger gehen wir jetzt. Nein, ich will das Pink F. Wo ist denn Pink F? Hier auf der Brücke. So. Ich höre ein Auto. Ja, ich bin durchgekachelt. Na dann. Glorios. Hast du das auch gesehen? Das was denn? Dein Auto ist halt mega gebuggt gerade. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Sind alle drin? Ja. Let's go. Ikuse. Straße war woanders. Ja, ja, ja. Oh Mann! Hallo Conker, moin, herzlich willkommen. Das ist schon die letzte Runde hier, du kommst immer zu spät. Hast du selber gestreamt? Why are you doing this to me? Heute haben wir richtig geile Spiele, es macht total Spaß. Das ist voll der Knaller hier. Okay, alle aufsteigen. Wir sind da. Au. Ich möchte, ich hab's so semi-gut geparkt. Ich habe immer noch keine gute Nahkampfwaffe, du? Ich bin zufrieden. Was hast du? Ein Schwert. Ja, normal welches? Ist halt. Ich bin nicht so Epic Weapon geil wie du. Ja, es ist halt super wichtig. Ja, dann nehme ich mir jetzt hier den Sledgehammer. Und hier brauchen wir nicht. Das brauche ich. Sehr gut. Warum liegt da einer? Shit. Oh, ihr kommt klar, oder? Nee, also, ich kann nicht aus dem Kreis raus. Okay, ihr schafft das schon. Kannst du mal was machen? Ja, ich mach doch. Also heilen? Nein, ich bekämpfe gerade den Eligos ganz allein. Fuck. Hey. Das hat uns gerade richtig gekostet. Oh, jetzt bin ich besessen. Macht was. Danke, dass du mir da voll vorgelaufen bist, du Troll. Warum konnte der andere jetzt nicht aufgehoben werden? Ja, weil ich besessen wurde in dem Moment. Und jetzt ist der Dagger auch abgebrochen worden. Hart ich würde unnötig. Gerne diese Seele aufsammeln. Ach, die ist schon aufgesammelt. Wo ist denn der Dagger da? Hart unnötig. The Kandarian Dagger is nearly yours. Summon your courage and stay close. So, wir wuppen das hier. Keine ja, Sorge. Klar, es ist. Komm mal, eine vernünftige Nahkampfwaffe. So, einmal schnell auf Unbesiegbarkeit geschaltet. Und dann machen wir hier mal. Kurz mal. Machen wir mal sauber. Hm. Hey, was ist das für ein Tanz?
komm, geh weg mit deiner Axt. Da jetzt gerade jemand gelootet? Tatsache. Ich finde so Punkte in Schild zu investieren so affig. Weil du die Amulette sowieso nicht findest. Nee, eben. Du hast einfach die Amulette dafür gar nicht. So, ja, ich meine, cool, dass ich theoretisch Schildslots habe, aber ich muss sie auch füllen. Eigentlich ist es ja auch schlau, wenn, wenn man die Amulette bekommt von den anderen Spielern, die sie nicht brauchen, ne? Ja. Theoretisch ja, aber ich habe das noch nie erlebt, dass ich das irgendwie alles voll gehabt hätte. Ah, da bist du wieder. Lucian Kelly. Ist sie wieder belebt worden? Hm? Niemand ist tot. Ich habe sie repossessed, depossessed. Ja, nice. Ich bin halt geil. Ich bin halt Henry, ne? Ich bin nicht mehr so ein Lama-Supporter. Wir das mal hier, weil es gleich ist fertig. Gleich ist durch. The survivors have taken the Kandarian dagger. Ah, nice and schnell. This weapon is key to the demise. Oh, endlich. Eine blaue Hammer, danke. So. Happy, happy. Vier. Vier Stamina. So. Very nice, very nice. Okay, da oben dann. Hier liegt ja auch noch was. Hier liegt ja auch noch was. Never hast mein Strength been greater. Gut, nächsten dann, Geschichte. Ja, direkt mal weiter. Es sind ja nur 200 Meter. Ja. Da können wir auch hinlaufen. Dem einen Ash geht's richtig scheiße. Dem was? Dem einen Ash geht's richtig scheiße. Ja, ich könnte ihm eine Champ geben. Ja, mach mal. Wenn er stehen bleiben würde. Folks, you're gonna wanna take a look at this. Will er nicht. Oder? Naja. Man hat es probiert. Conker sagt, nee, tatsächlich nicht. Schon lange nicht mehr Live-Action gemacht. Also schon lange nicht mehr gestreamt, ja? Ja, ich merke aber, wie krass du jetzt schon angefixt bist und das Spiel unbedingt mit uns auf jeden Fall auch spielen möchtest. Ich habe ihm gerade einen Champs gegeben. Also, very good. Vorsicht, da am Ende der Brücke ist oft ein Dämonentor. Ja, gut. Jetzt auch fest von ausgegangen, aber Bade hat sich nicht. Gar nichts los hier. Gar nichts los hier. Beschwör. So, jetzt geht's los. Au! Na, der Digge ist da. Der Digge. Er holt den Dicken raus. Oder mal. Check dich nicht auf die Fresse. Unbesiegbar Henry ist es. Einfach nur. Da war nichts zu melden. Schmackofatz mit Dörperdörp. Ja, ich mag den Hammer, der staggert so schön. Bam! Hin und wieder mit dem Ritter auch mal die Schrotflinte rausholen, finde ich ein Genuss. Könnte klappen hier, das Manöver. Ja, war auch wegen Namensänderung. Nee, sorry, ich bin echt raus. Was für eine Namensänderung? Oh. Was? Ist dir dein Conker weggenommen worden oder was? Nicht so leid aus dem Kreis rauslaufen. Da ist der Panzer mit dem dicken Hammer. Ja. Bei Tolle ist er lang, dünn. Ich habe einen kleinen Hammer. Aber der ist dafür umso breiter. Hey, stimmt doch mal. Keine Moon mehr.
could you die? Ja, echt. Na, das ist schon wieder so ein Digger. Ein Terror-Olm. Den hat er besessen. Oh, oh, da liegt einer. Einer liegt. Ja, ich mach. Theoretisch. Ja. Na gut. Die nimmt mir immer meine Muni weg. Das ist nicht so gut. Geschafft. Hui. Exceeding my expectations and giving hope to my soul. Ach, so viel Pink F. Fast gemaxed. Ich brauche aber Muni tatsächlich. Ich gehe mal kurz in die Hütte rein. With the lost pages and the Kandarian dagger, you must now expel the dark ones from our realm. Könnte mal eine Champs gebrauchen jetzt. Ja, das wäre auch nicht so doof. Ich habe nämlich nichts mehr. So, ohne irgendwas in den Kampf reingehen. Ist schon so ein bisschen Schmackofatz. Ja, ach egal. Fuck it. Let's go. Du leidest an Selbstüberschätzung. Das ist Hybris. Ja, Hybris auf jeden Fall. Ich mag Hybris. Conquer Stealthy Fox. Ah, okay. Interessant. Warte. Von Conquer Red Panda zu Conquer Stealthy Fox dauert immer 60 Tage, bis man das machen kann. Aber du hieß doch auf Twitch immer schon... Stealthy Fox, oder nicht? So, ich bin gemaxt. Nice. Mir fehlt nur noch einer, aber egal. Den machen wir jetzt auch noch. Let's go! Den Scheiß schaffen wir. Genau. Hier ist noch eine Hütte, die nehme ich noch einmal kurz mit. Das ist nicht eine Hütte, das ist die Hütte. Die Hütte. Ja. Natürlich ist es die Hütte. Ah, endlich eine Champs. Ah, genau, das habe ich gebraucht. Eine Kiste. Hey! Ich bin beschäftigt! Ach, ein Pink F. Kiste. Hier war noch ein Amulett. Wo ist ein Pink F? Ah ja, hier, okay. Weil eins brauchte ich noch. Oh, der Dicke! Ah! Warum halten wir uns jetzt mit ihm auf? Ernsthaft? Weil, wenn wir weglaufen, röstet er uns von hinten. Also ihr könnt gerne weiterlaufen, ich mach den alleine alle. Okay. Nein, tu ich nicht. Ich glaube, ich bin gleich weg. So, jetzt zum Ziel. Komm, go. Hat er sie besessen und in dem Moment gleich einen Hammer gefressen. Übrigens, wenn jemand besessen wird und sofort Schaden kriegt, wird das aufgehoben. Ja? Ja. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Guck mal, gleich geht's los. Au, oh, ich bin gleich tot. Ich bin schon dabei. Ich bin ernsthaft gleich tot. Wir sind. Die Pippa ist auch fast tot. Ja, wir sind alle low. Naja, ihr seid alle low, ich nicht. Dafür ist meine Angststufe extrem hoch. Das heißt, ich werde gleich übernommen und dann werde ich euch alle töten. Nee, er hat hier gerade den anderen Ash übernommen. Oh, ihr seid alle verblutet. Cool. Hilfreich. Komm, steh auf. Oh, shit, jetzt bin ich besessen. Also, ja, ich bin sowas von tot. Schieß doch nicht. Ich bin gleich tot. Ich brauche eine Champs. Sonst liege ich gleich. Ich kann dir, also ich habe eine über, aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt in dem Gefecht geben soll. Gut, dann muss ich jetzt hier durchäffen. Anders werde ich das nicht schaffen. Und ich liege. Da waren gerade 7 Leute, die ich gleichzeitig umgebracht habe. Die sind natürlich alle explodiert. Ist jemand da, um mich zu saven? Warum geht denn jetzt mein... Achso. Ja, ich hatte auch gerade Probleme. Ich kann die Taste nicht gedrückt halten. Oh. Das ist ein dicker Weg. Oh fuck. Das ist schlecht. Okay, dann werde ich das jetzt hier kurz mal beenden.
Necronomicon is complete. Defend it to seal the breach between our world. Ja, sie ist leider hinüber. Und ich auch. Ihr seid alle hinüber. Ja, du musst das jetzt schon wieder retten. Oh Mann, ey. Du musst das schon wieder alleine wuppen. Toll. Ich glaube... Was ist denn hier schon wieder los? Ich wette gegen dich. Das wird aber schwierig jetzt. Oh, da, der sitzt da vor dem Necronomicon. Hast du noch irgendwas? Kannst du dich heilen? Ja, nee. Oh, stirb dir mal. So, jetzt hol's Animation, genau, das brauche ich. Perfekt. Oh shit. Todes Animation. Okay. Okay. Geil. So aus meiner Perspektive ist der Kopf mal so 30 Meter geflogen. Voll gut. Ja, sich von F zu F hangeln ist echt legitim, ne? Ja. Aber es wird knapp jetzt. Das wird sehr knapp. Das wirst du nicht schaffen. Fuck, okay, er ist ein Besessener. Oh, oh Gott. Voll gut. Weg von dem. Und jetzt heil dich. Jetzt. Ich kann mich nicht heilen. Hast nichts mehr? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Besessener. Ja, es sind überall Besessen. Fuck. Oh, ist das spannend. Fuck. Nur noch 18 Sekunden. Komm. Einfach rauszögern. Oh Gott. Einfach rauszögern. Du bist gut, ey. Doch, du schaffst das. So viel Schaden kann der gar nicht machen. Einfach Kreis rennen. Lauf im Kreis. Hilfe. Hilfe. 3 Sekunden. Oh nein. Doch. Ja. Ja. Yes. Filibuster. Es war so scheißknapp. Oh, glorreich. Und genau auf Stunde 3 des Streams. Oh, voll geil. Alter, aber haben wir heute ein paar geile Matches gehabt, ey. Leck mich am Arsch. Leck mich fett. Physical manifestation of this krass. Ja, mit so einem Level 25 Charakter zu spielen, ist natürlich ein bisschen Verschwendung, weil du kriegst halt keine Charakter-RP mehr, ne? Nee, das stimmt. Oh, jetzt pumpt mir aber die Pumpe, du. Das war auch ganz schön geil. Pfui. So, mal kurz gucken, was Stealthy da geschrieben hat. Also, Stealthy Fox war der Name von im Kreislaufen. Mal. Entschuldigung, das war schon ein bisschen mehr als nur im Kreislaufen. Aber es ist übel, ne, dass du das am Ende tatsächlich einfach durch Weglaufen kriegen konntest. Ja, ganz zum Schluss, ja. Ich musste aber zwischendurch, ich habe ja meine Spezialfähigkeit, die mich zwischendurch heilt. Die gibt mir auch eine Damage-Reduktion. Und außerdem muss man natürlich immer gucken, dass man diese Iframes gut nutzt. Also, wenn man diese Todesanimation hat von, diese Kill-Animation von den Gegnern, dann ist man in dem Moment unverwundbar. Und das kann man natürlich geil timen. Du musst da immer hin und her hangeln. Ganz schön cool. Und, ja, war tricky. Aber da stand auch die ganze Zeit ein Dämon vor dem Buch, der halt einfach nicht zugehauen hat. Ne? Das ist halt auch einfach mies für den Dämonenspieler dann, wenn du da an der Stelle alles micromanagen musst. Ja. Voll eigentlich hätte der sich gar nicht auf mich konzentrieren müssen, sondern wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn er einfach aufs Buch gekloppt hätte. Aber ja, gut. Hinterher ist man immer schlauer. Wir hatten heute einige richtig coole Runden. Wir hatten 2 Runden, wo du am Ende alleine den Tag gerettet hast. Ja. Das, ich glaube, jetzt hat mein Soll getan für erstmal die nächsten 3 Monate oder so. Bester Stream heute, definitiv. Richtig cool. Nice one. Ist doch ein guter Abschluss. Ich glaube, dann können wir auch einfach direkt einen Cut machen, oder? Ich glaube, besser wird es heute nicht mehr. Heute wird es nicht mehr besser. Ganz schnell nochmal drauf auf Conker Bezug nehmen hier. Ah, der hat seinen Namen einfach einmal umgekrempelt, weil er gemerkt hat, dass man ihn einfach auf Google nicht mehr finden konnte. Jetzt hat er alles einfach unifiziert auf Stealthy Fox. Das macht Sinn. Das ist auf jeden Fall total sinnvoll. Das macht Sinn. Alles klar. Also, ihr Lieben, Zockerblümchen, Church of Flausch, Phoebe, Schrödinger, der Jan ist hier bestimmt auch noch irgendwo. Herzlichen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Soll ich euch weiterschubsen zu einem anderen Twitcheranten? Soll ich einfach mal gucken? Ihr müsst ja nicht lang bleiben. Oder wollen wir an der Stelle einfach Schluss machen?
Gute Nacht euch, Leute. Gute Nacht sagen alle. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sagen wir an dieser Stelle gute Nacht. Vielen Dank, Todde. Ja, klar. Immer gern. Demnächst mal wieder. Jetzt haben wir uns eingegroovt, glaube ich. Absolut. Macht Laune, das Game. Ich bleib auf jeden Fall dran. Mal gucken, wie lange das noch trägt, aber auf jeden Fall werde ich noch eine Weile Spaß haben. Ja, das denke ich auch. Da ist noch ein bisschen was drin. Vor allem, wenn man langsam jetzt wirklich auch sich mit der Meta beschäftigt. Ja. Ja. Alles klärchen. Macht's gut. Haut's Tschüss, rein. Ihr Pansen. Tschüss denn. Tschüss.